Cookies, Comic-Cookies, lecker. Comic-Cookies, Episode 52 mit dem wunderbaren Titel 10 Jahre Splitter. Dazu sind wir zu Gast bei Horst Gotter. Hallo Horst. Hallo, willkommen. Horst ist vom Splitter Verlag, aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen mehr. Noch dabei ist der Breedstorm. Mahlzeit. Und der gute Marshall. Jetzt hast du mir mal gute Fahne weggenommen. Schon weggenommen. So. Das war nicht schön. Genau. Ja, wir haben uns anders genommen und haben mal gedacht, 10 Jahre Splitter, da wollen wir mal mit jemandem drüber reden, der sich mit dem Splitter Verlag auskennt. Und da haben wir zum Glück jemanden. Auskennt. Bitte? Da haben wir zum Glück jemanden ganz in der Nähe, und zwar einen der Mitgründer des Splitter Verlags. Haben wir kurz schon vorgestellt, Horst Gotter, hier in Obertshausen oder Hausen, was sagt man denn jetzt? Obertshausen ist der offizielle Name, genau. Weil der nur einmal in Deutschland existiert und deshalb ist der übernommen worden. Eigentlich wohne ich in Hausen, aber der Name wurde halt vor 20 Jahren eingespart. Okay, gut. Ja, dann fangen wir doch mal mit dir an. Wie hast du denn so die Comics für dich überhaupt entdeckt? Oder wollen wir ganz am Anfang anfangen? Wo bist du denn geboren? Ja, ich hab eben bei 10 Jahren, habe ich eigentlich sofort gedacht an 10 Jahre. Und da habe ich gesagt, das passt ja irgendwie nicht, weil ich bin ja älter als 10 Jahre. Und 10 Jahre hat ja sowas von Anfang und nicht von Ende. Oder von junger Verlag ist ja immer noch irgendwie was Junges und nicht was Altes. Aber lustigerweise hat es auch mit 10 Jahren angefangen. Also der zweite Teil von deiner Frage passt irgendwie gut. In Summe bin ich vor ein paar Tagen 55 geworden. Also das ist dann schon eben 10 Jahre vorm Rentenalter. Das würde dann schon eher passen, als dass man jetzt sagt, dass man wirklich am Anfang von der ganzen Geschichte steht. Aber du hast jetzt nach mir gefragt oder nach Splitter? Also nach dir jetzt. Nach mir. Also das passt dann wieder sehr gut. Also 10 Jahre ist vielleicht auch nicht ganz richtig, sondern 11 Jahre. Mit 11 Jahren kam 1972 das Zack auf den Markt. Da war ich 11 Jahre alt. Mhm. Und das war das, wie sage ich mal, die Woche, in der ich das erste Zack gelesen habe, habe ich beschlossen, mein Leben wird mit Comics zu tun haben. Okay. Und da hat sich auch nie was dran geändert. Das war vom Lesen genauso, aber auch wie von der beruflichen Orientierung. Ich habe noch nie was anderes im Sinn gehabt, als genau das zu tun. Mhm. Ja, und deshalb ist 10 Jahre so von der Idee her auch was spannend, weil man halt vielleicht auch als Jugendlicher sich Gedanken macht, ja, wohin orientiert man sich. Mhm. Fußballkicken war nicht so mein Ding. Und dann habe ich mich halt an den Zeichentisch gesetzt. Und dann hast du mit 10 Jahren schon angefangen oder mit 11 Jahren? Mit 11. Mit 10 konnte ich nicht zeichnen und mit 11 war ich in Anführungsstrichen ein Zeichengott. Weil mir hat man am Anfang meiner Karriere hat man mir ja gar nicht abgenommen, dass die Bilder von mir waren, weil ich konnte mit 11 Jahren halt schon zeichnen wie ein 18- oder wie ein 20-Jähriger. Das war aber für mich auch immer so eine Sache des Interessens, weil das hat mich halt einfach gefangen, das hat mich reingezogen. Mhm. Ich glaube, dass man immer nur da gut ist, wo man halt auch irgendwie eine Affinität dazu hat. Also jetzt rein emotional, unabhängig vom Handwerklichen, von der Fähigkeit. Wenn man Fußballer sein will, ist man ja auch nicht am ersten Tag ein Top-Fußballer, sondern man hat eine Affinität und wird alles dafür tun. Und das war bei mir so. Ich habe halt einfach innerhalb eines Jahres eine Lernkurve hingelegt, die war immens. Von, ich sag mal, was weiß ich, keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt, aber ich vermute mal, ich hatte in Malen eine 5 und war ganz hinten. Das hat mich überhaupt nicht so interessiert, aber auf einmal über das Comic hat mich einfach die Bilderwelt fasziniert. Und schon war ich derjenige, der halt immer. Ich habe aber immer eine 2 bekommen habe in der Schulzeit. Ich habe nie eine 1 bekommen, weil meine Lehrerin immer gesagt hat, du kannst 100 mal besser zeichnen wie die anderen, also musst du es auch immer besser tun. Und immer etwas besser tun zu müssen, kommt bei einem Jugendlichen gar nicht anders. Ich habe dann mich immer gewehrt und dann gab es zur Belohnung auch immer keine 1. Mhm. Was waren da so die ersten Motive, die du da gezeichnet hast? Genau das, was ich eben gesagt habe, 72 Zack. Das heißt also, für mich war das ja auch einfach der Ursprung. Ich habe vorher mich für Illustration, für Zeichen so nicht interessiert. Es war auf einmal das Magazin da und das, was man daraus kennt. Es war Blueberry, wenn man jetzt also wirklich davon ausgeht, was ist es konsequent gewesen. Meine erste, ich kann sie nachher auch mal zeigen, meine allererste Zeichnung war einfach ein Blueberry. Die hast du noch da? Die habe ich noch. Die. Die müssen wir dann natürlich fotografieren, ne? Auf jeden Fall. Wenn du das teilen möchtest. Ja, ja. Aber das Interessante ist wahrscheinlich meine dritte oder meine vierte Zeichnung, die ich vielleicht 3-4 Wochen später gefertigt habe, weil die allererste
war natürlich kompromissbehaftet, aber schon nach einem Monat sah das ganz anders aus. Okay. Aber das war natürlich auch abmalen, ne? Erst einmal, weil ich wusste ja auch gar nicht, kann man überhaupt was kreieren? Ich wusste ja gar nicht, wie Comics entstehen. Die waren ja einfach nur da. Für ein Kind waren Comics einfach da. Das heißt, erst später habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass ein Comic ja auch entstehen muss, dass ein Comic auch was erzählt. Ich bin schon einfach über das Abmalen also auch reingekommen, was aber wahrscheinlich typisch ist in dem Alter. Also ich kann da jetzt leichte Parallelen ziehen, weil ich habe dann auch angefangen zu zeichnen und sowas, nie so erfolgreich. Aber wie sieht es denn bei den anderen aus, Breedstorm? Ja, also ich glaube, so eine Phase haben viele Kinder, die mit Comics sozialisiert werden. Also ich habe dann auch mal versucht, was abzumalen, aber wie gesagt, Talent muss man dafür halt auch haben. Also ich habe dann auch versucht, mal einen Spider-Man zu zeichnen oder sowas, aber nie so, dass das lange sich gefestigt hätte oder sowas, klar. Mhm. Marcel? Bei mir war eigentlich auch eher das erzählerische Talent da als das zeichnerische. Also ich habe schon in der Schulzeit auch so kleine Comic-Heftchen gemacht, so bestimmte Figuren da erfunden. Mhm. Abenteurer Jimmy Mangrove und so lächerliche Namen halt, ja, was einem so einfällt. Und habe gleich gemerkt, dass das Talent fehlt, dass ich da gar nichts groß hinkriege. Habe so im Kopf immer wieder mal irgendwelche Geschichten halt so erfunden. Eine Western-Serie mit 13 Haupthelden und so, weil man sich ja nie einigen kann, was. Und also ich hätte da schon Geschichten schreiben können, in der Jugend, sag ich mal. Später halt nicht mehr so, weil dann wird man halt abgelenkt. Und der Comic-Konsum ist natürlich auch dann stärker gewesen bei mir als die Kreation. Okay. Also von meiner Seite ist es interessant, dass ich Comic ja quasi als einen ganz deutlichen Schritt zum Erwachsenwerden empfunden habe. Mhm. Damals schon und auch bis heute, weil ich eigentlich auch nur Erwachsenen-Comics lese. Und natürlich haben mich Comics vorher auch schon erreicht, aber eine Mickey Maus habe ich halt letztendlich immer, wenn man Fieber hatte, gab es eine Mickey Maus zur Belohnung. Also das heißt Oma oder Mama. Keinen fixen Foxy. Ja. Und ich habe 1972 eben das Zack gekauft und ich habe 1972 auch meine letzte Mickey Maus gelesen. Ich habe bis heute keine Mickey Maus mehr gelesen. Mhm. Mickey Maus ist für mich Kindercomic. Und, aber Goofy für, doch für nicht. Für mich ist es im Prinzip... Wo ist der Goofy? Nein. Ja, für mich ist, so, ist meine Sozialisierung die gewesen. Ich weiß nicht, ob das so andere Menschen auch empfinden, aber wir haben in einer sehr spannenden Zeit gelebt. Und zwar, das hat was auch mit dem Thema zu tun. Man durfte ja auf einmal, man ist Jugendlicher gewesen, man durfte rausgehen, man durfte die Welt entdecken. Mhm. Und ich kannte, was weiß ich, was Daktari Flipper oder sowas, was ich Fernsehserien aus den 60ern, das hat ja jeder damals reingezogen, vielleicht Bonanza dann noch oder so, Star Trek, das, was halt jeder so gesehen hat, aber das war Anfang der 70er und man wurde ja erwachsen, man hat ja das hinterfragt. Und tatsächlich war ja so, das war ja auch eine Krise dann auch im Kino eigentlich, dass das, was einen interessiert hat, also weil man zum Beispiel, ich bin schon immer auch ein Science-Fiction-Fan gewesen, mhm. Und die gezeichneten Welten hatten einen riesen Vorteil gegenüber der realen Welt. Und zwar, wir waren wirklich in einer Übergangsära, in der ja billige Fernsehsendungen, da hat man die Schnüre gesehen, man hat, also ich habe Raumschiff Orion oder sowas, ich habe schon als 12-Jähriger gesagt, das stimmt nicht, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig umgesetzt. Und der Abstraktionsgrad einer Illustration, der lässt dann natürlich ganz was anderes zu. Das heißt also, eine gute erzählte Science Fiction, ein Loose Orient, ein Blueberry, ein Andy Moore, diese Abenteuer waren einfach viel ernster zu nehmen als das, was es gleichzeitig da im Fernsehen gab zu der Zeit. Mhm. Zumal wir ja aufs TV bezogen ja immer schon auch Kinderprogramm ja auch immer billig war. Das war ja nichts Hochwertiges, was da produziert wurde. Und ich habe dann im Prinzip schon mehr oder weniger gesagt, ich gehe nicht ins Kino, ich schaue mir diesen billigen Film nicht an, ich lese meinen guten Western als Beispiel à la Blueberry, weil parallel dazu, das muss man dazu sagen, kam eben auch da so diese Bud Spencer, Terence Hill Ära zum Beispiel. Mhm. Und für mich war das genau, je berühmter die wurden, umso mehr habe ich mich davon verabschiedet, weil die Filme wurden ja immer klamaukiger. Das weiß ich nicht, ihr seid ja auch filmaffin. Mhm. Hügel der blutigen Stiefel und all diese Geschichten, wo das eigentlich herkam. Ich durfte das auf einmal, mein Vater hat das auch immer sehr, also das durfte ich mit 11, 12 Jahren auch wirklich anschauen. Das hat mich gereizt, das war realistisch, das war das. Und auf einmal, ein paar Jahre später, die wurden immer klamaukiger, die Filme, mhm. Und ich wurde immer erwachsener. Ich wollte mich davon lossagen und tatsächlich haben die Comics, da, gerade 70er Jahre, natürlich dann, was weiß ich, Möbius, Metallolan, die haben dann angefangen, realistische Geschichten zu erzählen.
Und das war auch dann mein Werdegang. Ende der 70er, Anfang 80er. Dann wurde ja, dann kam ja im Prinzip auch über diese französische, also wir haben ja immer Importmarkt. Da kam ja dann im Prinzip auch die sexuelle Erziehung. Ich habe im Endeffekt meinen ersten Geschlechtsverkehr in einem Comic gelesen und nicht jetzt irgendwo in irgendeinem Heftchen oder im Fernsehen gesehen. Und deshalb war das für mich immer ein erwachsenes Medium. Okay. Deine erste Veröffentlichung war doch, wenn ich mich erinnere, noch irgendwie auch ein Cover vom Schwermetall oder so, gell? War das nicht so? Die erste jetzt im populären Comicmarkt. Ja. Genau, das war ja doch noch nicht. Das war auch bestimmt so ein halbnacktes Mädel oder so. Genau, das war so 83 oder 84 habe ich dann im Prinzip einfach Illustrationen in dem Bereich gemacht und habe sie dann auch dahin geschickt und ist ja auch genommen worden. Und da bin ich ja auch rein historisch ein bisschen stolz drauf, weil ich bin der erste Deutsche, der halt Titelbilder für Metalle oder Schwermetalle überhaupt zeichnen durfte und Heavy Metal. Und es sind 4 Stück in Deutschland erschienen und 2 davon in Amerika. Mhm. Okay. Gut. Und irgendwann hast du dann aber auch mal angefangen, eine eigene Comicreihe zu entwickeln. Ja. Magst du da kurz drüber erzählen? Der Traum ging ja auch aus dieser Ära raus. Das heißt, das stand eigentlich fest, dass du das irgendwann mal machen willst, dass du das umsetzen musst. Und dann kam ja das Know-how. Was liegt da dahinter? Das Wissen um den franco-belgischen Markt, der ja letztendlich diese Tata- und Zack-Schiene befeuert hat. Der amerikanische Markt hat ja so nicht existiert. Da ist man ja quasi erstmal gedanklich nicht reingekommen. So während ihr ja sehr viel DC und Marvel sowas als Orientierung habt, war das für mich eigentlich ganz außen vor, weil das für mich einfach gar nicht erreichbar war, sondern es war dann einfach, woraus existiert im Prinzip der deutsche oder der europäische Markt. Und da war das franco-belgische natürlich auch sehr nah. Und daraus ist auch dann schon gleich die Idee geboren worden, ein eigenes Comic zu machen. Das eigene Comic war aber für mich erstmal aus der Ende der 70er, jetzt, das war dann Schülerzeit, dann Beruf. Ich habe ein grafisches Abitur gemacht. Ich habe dann im Prinzip einfach den Illustrator als gelernten Beruf erlernt und parallel habe ich immer dafür für mich Geschichten angefangen. Ich habe da, was vielleicht ganz interessant ist, eigentlich auch da meinen größten Rückschlag gehabt. Ich hatte das Zack war ja 1977 in einer Krise, in einer Qualitätskrise. Und ich habe damals gesagt, naja gut, Kindercomics mag ich eigentlich nicht, aber ich möchte ja zeichnen. Und da habe ich für Fix & Foxy einen Gaston-Gag gezeichnet. Den habe ich da hingeschickt. Und ich war total begeistert eigentlich von der Art, von der Qualität, von der Umsetzung. Und die Antwort hat mir mehr oder weniger fast 1 oder 2 Jahre meiner Karriere geraubt, weil die war erschütternd. Also da hat die Redaktion sich an mir gewendet und gesagt, das wäre ja sehr schön gezeichnet, die ganze Geschichte ist sehr schön, aber sie möchten eigentlich nicht gerne mit jemandem kommunizieren, der so unfair ist oder Lügner ist oder sowas. In der Art stand das drin. Ich habe das gar nicht verstanden, was da passiert ist und habe erst 1,5 Jahr später festgestellt, das ging um Gaston und der hatte mehrere laufende Gags mit dieser fleischfressenden Pflanze. Und die hat da irgendwie so einen Vertrag gefressen. Und ich habe das ja nie gewusst, dass das ein Running Gag war. Habe ich keine Ahnung, weil ich hatte irgendwie 2, 3 Fix & Foxy gekauft, habe den Gaston ja an sich auch schon so irgendwie als Figur gekannt, habe den geliebt, habe das gezeichnet, habe das hingeschickt. Und tatsächlich ist mein Gag eigentlich eine ganz logische Chronologie, weil er ja immer wieder diese fleischfressende Pflanze immer wieder in der Redaktion Chaos auslöst. Und die haben mir halt dann später dabei, weil ich hatte dann irgendwann mal hingeschrieben, weil ich das nicht verstanden habe. Und dann haben die mir halt eine Kopie geschickt von diesem Gag. Und das war natürlich genau dieselbe Idee. Und ich habe das immer schon bei mir, die haben halt gesagt Lügner, weil die gesagt haben, ja, das hast du nachher gemalt und hast ein Datum drunter geschrieben. Dass ich also quasi den Gag gelesen habe, nachgezeichnet und hingeschickt habe. Okay. Aus der heutigen Sicht und aus der Chronologie kann ich das aus der Sicht verstehen, aber es war halt definitiv nicht so. Es war einfach ein blödes Verhältnis. Das hat mich bestimmt 1, 2 Jahre rausgerissen. Ich wollte einfach nichts mit zu tun haben, weil ich habe gedacht, das ist nicht mehr meine Welt auf einmal, weil das war so unfair so, ne? Und fand ich seltsam. Ne? Das hat mir irgendwie das vergällt. Ich habe dann weiter für mich gezeichnet, aber ich wollte nichts draußen machen. Ich habe für mich Kurzgeschichten, ich habe die nie jemandem irgendwie geschickt. Ich habe auch aus der, weil ich ja dann so über Fix & Foxy ein bisschen, habe ich gesagt, machst du eine Mini-Menschen-Kurzgeschichte, habe ich mal eine gemacht über 20 Seiten. Das war dann so 77, 78, 79 rum. Dann habe ich das wieder gelassen und dann habe ich irgendwann mal 80 eingestellt, jetzt machst du deine eigene Geschichte. Das war dann die Idee, was mache ich? Science Fiction und daraus ist dann im Prinzip meine erste Comic-Serie, die auch erschienen ist, Janet, entstanden. Aber das erste Janet ist nicht erschienen. Das heißt, also, das ist nicht das, was auf dem Markt war, sondern das habe ich auch immer noch für mich gezeichnet, habe aber dann, bevor ich es veröffentlicht habe, wieder verworfen. Mhm. Das war eigentlich der Beginn.
Okay, und gut, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung Richtung Splitter, würde ich sagen. Da gab es ja dann schon mal einen Verlag von 1988 bis 2000. Kann das hinkommen, sowas? Das kann hinkommen, ja. Wobei ich genau da zu der Ära, also das ist auch ein großer Sprung für mich, weil dann war ja im Prinzip, wenn man jetzt von der persönlichen Karriere ausgeht, ich habe dann den Weg zu Comics gemacht, die ich halt veröffentlichen wollte. Ich habe selbst verlegt. Ich bin nach Brüssel gefahren zu Lombard, wollte ja da Andy Morgan weiterzeichnen. Habe denen ja eine komplette Andy Morgan Geschichte gezeichnet und hingebracht. Und dann habe ich halt gesehen, das musst du selbst tun. Weil genau das war es halt einfach, dass du als Zeichner oder als Künstler bei den Verlagen ja so einfach gar kein Standbein hast. Du kommst ja nicht irgendwie rein, da bin ich und dann das hat man damals auch noch nicht so verstanden. Man hat halt man war von sich überzeugt. Man ist auch, also wie ist es im Persönlichen, ich bin auch immer auch dran geblieben, aber ich war ja, weiß Gott, jetzt auch kein himmlischer Zeichner, dass ich jetzt irgendwie alles getoppt hätte. Und da das so komplex war, habe ich dann im Prinzip gesagt, ich mache meine eigenen Comics. Und du wolltest ja jetzt den schnellsten Weg zu Splitter haben, also meine eigenen Comics habe ich im Avalanche Verlag gemacht, zack, zack, bin da rausgekommen. Das wiederum, jetzt ging das eben doch sehr, sehr schnell, war eigentlich die Eigenart, dass sich der Herr Janetzki sich bei mir gemeldet hatte damals und gesagt hat, ach, das ist doch cool, das ist doch super, wie ich das zweite Album damals gemacht hat, hat er sich gemeldet und gesagt, ich mache mit dir deine Channel-Serie als Science Fiction Film. Gut, aber jeder, der Janetzki kennt, der weiß, dass man das, ich kannte ihn ja vorher nicht. Und das ist dann auch übel ausgegangen. Also ich habe keine gute Erinnerung an ihn, weil ich habe ihn bis heute nie zurückbekommen. Über 20 Originale geschickt, Originalseiten. Okay. Und er hat anderthalb Jahre lang immer gesagt, ja, ich druck dich nächsten Monat, übernächsten Monat und schick und ich schicke auch einen Vertrag und dann gibt es irgendwann mal Geld, aber es hat nie einen Vertrag gegeben, es hat nie Geld gegeben und die Originale hat er nie zurückgeschickt. Also das ist die Geschichte, die dann später bei Fest kam oder war das nochmal was anderes? Das ist das, was dann bei Fest, da hattest du also irgendwie noch Scans oder irgendwas noch gesichert? Ja, ich habe immer schon so, ich habe ja gleichzeitig den Beruf ausgeübt, ich war ja Illustrator vom Beruf. Ist ja nicht so, dass ich mit dem Comiczeichnen an sich jetzt mein Geld verdient habe, sondern ich habe Werbeillustrator gemacht und ich habe schon immer, das habe ich einfach ganz einfach über Werbeagentur, ich habe Zugriff, damals war ja alles konventionell über Litos gehabt, das heißt, ich habe mir immer von meinen Tuschezeichnungen immer schon Strichfilme gezogen, einfach als Back, auch als Garant kann ja abbrennen oder was weiß ich, habe ich mir immer schon auch produktionstechnisch Filme gezogen, um einfach da beides zu haben. Auch um das anbieten zu können, weil es ja auch eine Sache war, wie viel Geld ist da zu investieren. Und wenn jemand mit fertigen Druckfilmen kommt, war das ja auch ein Vorteil. So, ja, da sind wir jetzt bei Splitter, weil du ja so schnell diese Kurve, also da haben wir jetzt schon 10 Jahre jetzt mal weggeblendet. Nee, war ja gar nicht so beabsichtigt, aber ja, du. Gut, aber es ist ja ein schöner Hintergrund, weil ich bin ja mit Mr. Janetzki quasi im Bösen auseinandergegangen und er hat auch mir auch hinterhergerufen und hat gesagt, ich finde immer einen und ich habe schon einen. Und das hat er ja damals auch mir hinterhergeworfen. Ich habe einen viel besseren, der macht auch Science Fiction, mit dem mache ich das und mit dir mache ich das nicht, Age of Page. Mir hat das nicht wehgetan, weil eben genau zum selben Zeitpunkt habe ich den Georg Tempel kennengelernt und der hat mich ja dann zu Fest und bei der Übernahme von EHBA zu EHBA geholt. Also das heißt, für mich war das eigentlich erst einmal von der Situation ausgehend völlig gleich, equal. Im Gegenteil, ich war ja dann doch lieber bei Fest EHBA als jetzt bei Splitter. Das war für mich doch die bessere und größere Adresse, weil zu der Zeit war ja Fest schon in Verhandlungen, dass EHBA da, also von draußen wusste das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch keiner, aber ich wusste schon, dass, wenn es gut ausgeht, ich ja dann automatisch auch bei EHBA bin. Also da habe ich mich nicht dagegen gewehrt. Und das Lustige ist, was ich halt dann fast 10 Jahre nicht wusste, der andere, der auch Science Fiction macht und der dem Janetzki viel besser zu Pass kommt, war natürlich mein erstes Zusammentreffen. Also nicht ich persönlich, sondern im Kontakt über Janetzki war Dirk Schulz. Mhm. Das war der andere, den er schon hat. Was ich aber erst 10 Jahre später wusste, weil ich bin quasi aus der Tür Janetzki rausgegangen und der ist am selben Tag quasi reinmarschiert. Also, oder einen Tag später besser gesagt. Wir haben uns nie getroffen damals, sondern wir haben das nur später, 10 Jahre später, haben wir beide im Gespräch festgestellt, dass er ihm von mir, also er hat ihm halt gesagt, ich habe da einen Idioten kennengelernt, der ist Vergangenheit und du bist meine Zukunft. Er hat ihm die Geschichte halt quasi andersrum erzählt. Okay. So, und damit weiß man natürlich auch schon sehr viel über Janetzki. Das ist natürlich auch ein Enfant terrible der Branche gewesen. Also der hat schon seine Spielchen mit allen gemacht. Okay. Bekannt? Bitte? Bekannt? Ja, ich weiß ja sogar, warum der
Das hatte ich halt auch mal aus geheimer Quelle erfahren, warum der Verlag Alles Gute heißt. Dieser Unterverlag von Schreiber und Leser. Das war ja damals auch so, dass verschiedene Leute da zusammengearbeitet haben, unter anderem eben Mädchenservice, der Baldur Buscher damals, der dann auch diesen Kultverlag gemacht hat nebenbei. Und die Rossi Schreiber für Schreiber und Leser. Und die haben gesagt, lass uns doch nochmal einen Verlag machen, wo wir zusammenarbeiten, bestimmte Stoffe bringen. Und wie wollen wir den nennen? Und dann sagen wir, na jetzt, wo der Jürgen nicht mehr da ist, also das war noch nicht, als er gestorben war, sondern wie er sich eben aus der Szene notgedrungen verabschieden musste wegen seiner Betrügereien. Dann haben sie gesagt, dann nennen wir den doch Alles Gute. Wie Alles Gute, Jürgen. So kam dieser tolle Name zustande, wo die meisten ja denken, das soll heißen Alles Gute Comics, aber der Ursprung war ein anderer. So viel zum Janetzki. Jetzt frage ich mal den Breedstorm, Splitter Verlag alt. Mhm. Was sagt dir das so im Grunde im Endeffekt? Ja, habe ich auch einige Sachen aus dem Bereich. Chronik der Barbaren zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen seinerzeit und solche Sachen. Aber das ist nichts, was ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe, sondern was ich irgendwann dann nachgekauft habe, indem ich mir Sachen angeguckt habe, was gefällt mir. Und da habe ich einiges davon nachgekauft. Ja. Und später war sie dann bei uns gerade so in der Wahrnehmung eher durch so diese ganzen Image-Serien, ne? Waren das, ja, oder? Ja, das kam hat also das hat ja reingerissen. Da hat er ja viel veröffentlicht, ohne dass er da die Rechte dazu hatte. Ja, okay. Es gibt ja auch das wohl auch ziemlich wahrscheinlich zutreffende Gerücht, dass er, wenn er Vorzugsausgaben gemacht hat, also gab es ja immer die normale Version, Hardcover, und dann gab es eine super Hardcover mit einem beigelegten, signierten, limitierten Druck, dass er sich die Drucke dasselbe unterschrieben hat, ja, weil er den Kontakt zum Zeichner gar nicht hat. Und ja, also wie gesagt, das sind alles so Gerüchte, die mit Sicherheit, wenn man den Kerl kennt. Gerüchte. Also was man auf jeden Fall sagen kann, eine Zeit lang hat man die US-Serien nachgeworfen bekommen für wirklich geringe Beträge, was Wildcats war, Glory und ähnliches. Ja, aber es war halt alles gescannt, gell? Es ja, war halt ganz furchtbar. Die Qualität ganz war furchtbar, grottig, ja. Also dann hat er sich auch noch angemaßt, hat auch noch Variant-Covers gemacht, um dann auch nochmal daran zu verdienen. Es gab ja immer ein Pressecover und ein reguläres Cover. Ja, ja. Also warum? Ja, weil es die Amis vorgemacht haben. Und dann war das 2000, meine ich, ne? War dann das war es dann vorbei mit dem alten Splitter Verlag. Und dann 2006 kam dann auf einmal der Name wieder auf, Horst. Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, wobei erstmal 2000 jetzt ja nicht jetzt erstmal, was Janetzki angeht, wichtig war, sondern eigentlich dann eben, was Splitter neu angeht, wichtig war, dass Dirk Schulz und ich uns dann kennengelernt haben. Das ging nämlich genau auf das Jahr 2000 zurück. Das ging über das Comic Forum. Das Comic Forum ist 2000 gestartet. Und wir beide haben ja damals schon, weil wir eben die Künstler waren, die halt schon Bücher veröffentlicht haben, da das Künstlerforum ja betreut. Wir haben das Künstlerforum ja beraten und Tipps gegeben. Und dadurch haben wir ja praktisch uns auch gegenseitig ein bisschen unterstützt und haben also praktisch uns auch gemailt und haben verschiedene Aktionen und solche Unterstützungen. Also wir haben immer einfach das, was wir an Know-how haben, wir haben auch Adressen weitergegeben, weil wir waren ja eigentlich, der Dirk und ich waren halt viel näher dran am wirklichen Comic machen, weil wir ja schon veröffentlicht haben, weil wir schon wussten, was ist das einfach für, was sind das für Schritte, welche sind die Personen, Kontaktpersonen, weil viele Leute ja immer als Anfänger gefragt haben, ich kann malen, aber wo wende ich mich überhaupt hin? Und das ist ja auch das Thema mit dem Internet. Das ist ja alles erst im Entstehen gewesen. Also was heute vielleicht eben wirklich mit zwei Klicks ist, hat man halt im Prinzip damals schon über dieses Comic-Forum. Das war eine Plattform, wo man sich halt informieren konnte. Und das hat ja so praktisch sich dann einfach ergeben, 2000 bis 2001, dass wir ja hier bei mir zu Hause, ich hatte gerade in diesem Jahr hier das Haus, wo wir gerade drin sitzen, neu gebaut. Und da hatte ich lauter leere Räume. Und da haben wir hier das Künstlertreffen gemacht. Das waren 21 Künstler. Ja, die Berliner waren die sich dabei. Da haben wir uns gerne und genau, und Michael Vogt war dabei. Und das haben 21 Künstler sich hier getroffen, die insgesamt vier Projekte dem Carlsen Verlag vorlegen wollten. Das heißt, wir haben Kooperationen unter den Künstlern gemacht, wir haben Leute verknüpft. Das war alles über das Forum entstanden, also einfach ausgemacht. Das wurde darüber quasi organisiert.
Und der Hauptdeal war der, dass ich letztendlich diesen Event mache hier, dass ich die Räumlichkeit zur Verfügung stelle, dass ich die Leute verköstige und dass wir hier das abhalten. Und der Dirk hat halt gesagt, er wird das Ganze betreuen im Sinne von, weil er mit Monsieur Cups bei Carlsen halt da schon gerade, da war er gerade zu Carlsen auch gekommen mit seinem Material, dass er gesagt hat, ich präsentiere das dort und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Das Ganze ist nicht so gut ausgegangen, weil die Arbeiten an sich schon in Ordnung waren, aber es war wahrscheinlich der falsche Gedanke, vier Teams innerhalb so kurzer Zeit zu formen, weil im Endeffekt ist es in keine Projekte gemündet, weil diejenigen, die sich ganz besonders reingelegt haben, die waren so enttäuscht, dass es nicht gleich Verträge gab. Also da waren manche so ein bisschen überschwängelt. Vor allen Dingen kam ja, weil Joe Cups ist einer, der sehr konsequent auch Leute aufbaut, haben die meisten auch gar nicht mitgerechnet, dass da Kritik reinkommt. Die waren also sehr viele waren da auch eingeschnappt. Und deshalb hat sich wohl auch das sehr relativ innerhalb von ein, zwei Jahren zerschlagen. Es sind zwar ein paar Communities daraus entstanden aus dem Treffen, also es war nicht umsonst, aber es hat nicht in diesen Buchprojekten geendet, das war das Ziel, ja, man wollte ja one step ahead, man wollte ja aus dem Fandom quasi gleich den Schritt ins Professionelle so ein bisschen wagen, also in jedem Fall in eine Buchproduktion und das hat halt nicht gelungen, das hat nicht funktioniert, das ist nicht gelungen. Was gelungen ist, wie gesagt, einige Communities haben sich gebildet und eine war halt, der Dirk und ich haben uns halt dann dadurch ja persönlich hier kennengelernt und von dem Moment ab waren wir freundschaftliche, geschäftliche, berufliche und Comic-Partner von A bis Z. Das heißt, wir haben von dem Termin ab uns nicht mehr aus den Augen gelassen. Wir haben dann jede Woche telefoniert, haben gemailt, haben Jobs zusammen gemacht. Und das ist auch dann relativ schnell genau in diese Richtung zusammengewachsen. Das heißt also, wir haben zusammen verschiedene Comic-Projekte angedacht, die wir halt machen. Also wir wollten diesen Teamgedanken, den wir für die anderen Personen eigentlich alle, für die anderen Künstler eigentlich vorgedacht haben, haben wir dann für uns adaptiert. Wir haben gesagt, warum arbeiten wir beide nicht zusammen? Weil wir haben uns ja von allen am besten eigentlich verstanden. Und dann ist es ja auch genau darin gemündet. Der Dirk ist genau zu diesem Zeitpunkt angefragt worden, für Perioden zu zeichnen. Das ist ja, glaube ich, damals auch, das habt ihr irgendwie von außen vielleicht mitgekriegt, dass wir dann diese Kiosk-Ausgaben zusammen gemacht haben. Das wurde dann konkret, weil wir dann, vorher haben wir einfach Präsentationen gemacht im Comic-Bereich. Wir haben auch mit unseren Werbestudios, also Werbeillustrationen zusammengearbeitet, haben so verschiedene Comic-Stilarbeiten gemacht im Werbebereich, Animationen, Zwischenfilme für Computerspiele, die dann einfach im Comic-Stil gezeichnet waren. Da habe überwiegend der Dirk gezeichnet, ich habe es animiert. Mhm. So hat einfach so auch die Fähigkeiten, weil Dirk mehr der Konventionelle, ich war halt der, der im Computer etwas weiter war oder bis heute bin, was Computermaterial angeht, einfach mit Programmen umzugehen. Und in dem Bereich haben wir einfach uns dann immer ergänzt und haben ja, einfach diese Karriere immer weiter gesponnen. Und ist natürlich auch ungefähr 50% des Grundes, um da jetzt einfach diesen Schritt zu 2006 zu machen. Das Zusammenarbeiten war auch ein Grund zu sagen, da machen wir auch den Verlag. Wir wollten Splitter immer so von der Idee her 50% fremdes Material, 50% eigenes Material machen. Das fremde Material ist so stark explodiert, dass das eigene natürlich nicht nur nicht mithalten konnte, sondern davon ja quasi überrollt worden ist. Aber die Grundidee mit Splitter war immer auch, warum verlegen wir uns nicht wieder selbst? Der Dirk hat immer die Fähigkeiten und den Background dafür gehabt. Ich sowieso, habe ja auch schon selbst verlegt und alles. Also das war für uns keine Schwelle, kein Hindernis, sondern im Gegenteil, das war der einfachere Weg für uns gesagt. Machen wir den Verlag und dann schauen wir mal. Ja, und so hat es dann damals angefangen. Ich weiß ja noch, wie es, also wir wissen es ja damals vom Stammtisch her noch, ne? Da war das dann so eine kleine Offenbarung. Das Schlimme war, wie du hast mir den Namen gesagt hat. Ich habe Kopf geschüttelt und gesagt, das kannst du sagen. Ich habe gesagt, ich gehe mit dir jetzt mal vor die Tür. Alle Leute sind, das weiß ich noch wie heute. Die Leute sind schon, das war beim Rausgehen, die Leute sind schon auseinandergegangen. Ich habe gesagt, ich muss nur warten, bis alle so 20 Meter weg sind. Dann verrate ich dir schon mal den Namen hier. Er hat mit allem gerechnet, nur nicht damit. Wie war die also du warst da nicht so begeistert vom Namen jetzt, ne? Ja, weil halt diese negative Behaftung, ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie kommt man da wieder raus? Weil man muss ja überlegen, man hat ja dann auch nachher Lizenzgeber, mit denen man spricht, die auch diesen alten Verlag, es gab ja am Anfang auch Verwirrung, ja, am Anfang hat's ja lange gedauert, bis die das alle geschnallt haben, dass das jetzt ein neuer Verlag ist, dass da ganz andere Leute dahinter stecken. Das war schon heftig. Darf ich dann noch mal kurz nachfragen, wie seid ihr denn drauf gekommen, dann ausgerechnet den Namen weiter zu verwenden? Also es ist
Ich meine jetzt gerade mit deinem Background vorher, mit den Erfahrungen, die du da gemacht hast, war das bestimmt auch nicht ganz einfach, oder? Ich war ja auch von dem Namen auch nicht so begeistert. Also das ist dann definitiv letztendlich eben auf 1990 zurückzuführen, dass quasi meine Zusammenarbeit mit Janetzki geendet hat und die vom Dirk begonnen hat. Das heißt, und halt auch Delia, weil ja Delia für ihn Dirk getextet hat. Das heißt also, im Endeffekt haben Dirk und Delia ein Bild von Janetzki und von Splitter gehabt, die natürlich für die bedeutet hat, dass es der Beginn ihrer Karriere gewesen. Er hat sie veröffentlicht, er hat sie regelmäßig veröffentlicht. Er hat sie auch schön veröffentlicht, also die Bücher waren ja auch was wert aus der damaligen Sicht. Und deshalb haben die eigentlich immer einen guten Zusammenhang das gesehen. Sie haben halt die Szene nicht so beobachtet. Ich bin einer, der ja viel stärker aus der Szene kam. Also Dirk und Delia kamen halt einfach, sie haben ihr Studium gemacht, sie haben ihre Agentur gemacht und dann haben sie halt einfach dem Wunsch entsprechend natürlich auch Comics umgesetzt, weil sie einfach das Faible bis heute natürlich ganz genau das Faible haben. Aber sie kamen nicht so aus der Szene. Sie haben diese Enttäuschungen innerhalb der Szene gar nicht so mitbekommen. Das war für die gar nicht präsent. Mit Sicherheit war das auch einige Besprechungen, die wir da hatten, wo ich die auch erstmal über gewisse Dinge aufklären musste. Also wo die dann auch wirklich überrascht waren. Was wussten sie halt teilweise nicht. Sie wussten zwar schon, dass der Jürgen so ein bisschen windiger Typ ist, aber sie haben schon eben immer diese positiven Seiten gesehen, weil sie das einfach auch so erlebt haben für sich selbst. Wir haben da eben über den Namen, über diesen ganzen Zusammenhang sehr viel diskutiert. Der Vorteil war halt ganz klar, der Name war frei, weil einfach dann der Name nach so und so vielen Jahren ja nicht mehr eingetragen war. Und da haben wir gesagt, ja, die Tradition stimmt und das ist ja der ganze Grund. Also wenn ich jetzt mal was Positives eben später in Janetzki sagen kann, das, was wir als Genre, das, was wir als Hauptklientel auch wollten, ist ja eigentlich genau da gegeben. Also das heißt, er hat schon anständige, schöne, großformatige, gut gedruckte Bücher gemacht. Sie waren überwiegend sauber editiert. Also da in dem Segment, wo ich Einblick habe, war das in Ordnung. Und die Tradition war ja da. Das ist einfach für die Leute, muss ich im Kopf was formen. Es muss darüber geredet worden. Es war ein Start, der die Auffälligkeit gebracht hat. Und dann musste man halt sehr viel erklären. Also das ist ganz klar so gewesen. Der Tag X, an dem wir den Namen bekannt gegeben haben, an dem wir gestartet sind, ist natürlich erst einmal was über uns eingebrochen. Das ging im lustigsten Fall los, dass erstmal natürlich Rechnungen irgendwann mal reinkamen von anderen alten Schuldnern, wo dann im Prinzip die gedacht haben, naja, dann müsst ihr mal diese Rechnung mal so langsam bezahlen, wenn ihr jetzt der Verlag seid. Natürlich auch überhaupt alte Geschäftsbeziehungen, die da irgendwie versucht wurden zu beenden oder aufzubauen. Also wir haben ja mit dem nichts zu tun, juristisch gar nichts. Wir mussten ganz klar in Bezug auf Frankreich, mit dem Thema Lizenzen, ganz klar Erklärungen unterschreiben, dass wir da keinerlei Geschäftsbeziehungen mit ihm betreiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles regulär lief, aber normalerweise ist es ja auch so, wenn du Insolvenzen hast oder wenn du Geschäftsaufgaben hast, musst du ja normalerweise auch Agreements unterschreiben, dass du dich so und so viele Jahre aus dem Geschäft zurückziehst. Das weiß ich nicht, ob das bei ihm jetzt regulär gelaufen ist, aber die Leute sind halt natürlich davon ausgegangen, dass er das keine Beziehungen gibt. Und die gab es ja auch nicht, also definitiv. Es ging wirklich nur um den Namen und um die Tradition. Sonst wäre ich ja auch einfach gar keiner gewesen, der da mitgemacht hätte. Also es gab dann zur Gründung 2006 gab es halt eine relativ feste Chronologie der Vorkommnisse. Wir haben im Mai haben wir das beschlossen, da ist der Verlag eingetragen. Im Juni haben wir den Geschäftsbetrieb aufgenommen und im Oktober haben wir unser erstes Buch gehabt zur Buchmesse. Weil die meisten Leute ja immer fragen, ihr habt im Oktober gestartet oder so. Also im Prinzip die juristische Gründung ist im Mai gewesen und zusammen angefangen zu arbeiten haben wir im Juni und im Oktober war das da. So, dann war das aber alles bekannt, weil wir es ja auch bekannt gegeben haben. Wir haben den Namen eintragen lassen, wir haben die GmbH KKG dafür gegründet. Das sind ja alles feste geschäftliche Vorgänge. Und wie wir dann auf dem Markt waren und genau diese Dementis rausgingen von unserer Seite, ist genau das Gegenteil passiert. Es gab einen Janetzki, der sich bei uns gemeldet hat. Der hat sich dann logischerweise nicht bei mir gemeldet, weil er ja wusste, das wäre ein anderer Gesprächsverlauf gewesen, sondern beim Dirk. Und der Herr Janetzki hat darum gebeten, wieder mitmachen zu dürfen. Jetzt war aber genau das, die Situation zwischen mir und Dirk und Delia, war die Abmachung, dass ein Jürgen Janetzki da auch nie eine Rolle spielen darf, sonst bin ich draußen. Das war ja auch letztendlich im Vertragswerk so geregelt. Also wir sind drei Inhaber und es gibt keinen vierten, also wir hatten einen vierten Gesprächspartner ganz am Anfang beim Brainstorming dazu. Wir wollten es ursprünglich mal zu viert machen, das war aber nicht Janetzki. Und
Dann haben wir uns aber zu dritt geeinigt und haben gesagt, dann starten wir das so. Und aber dann wollte halt eine Person unser vierter Teilhaber werden. Das war Jürgen Janicki. Und ich weiß genau, dass, weil ich ihn ja schon so kannte, wie er ist, wenn etwas nicht so läuft, wie er sich vorstellt, das wurde dann schon ein bisschen schwieriger mit ihm. Weil er dann schon ein bisschen noch so gedroht hat. Er hat gesagt, ich mache euch Probleme und ich habe, weil ihr das einfach so gestaltet habt. Wir haben ihn ja nicht gefragt. Ne? Also er ist nicht informiert worden von uns. Und das war ja auch so mehr oder weniger mein Wunsch, weil ich wollte diese geschäftliche Beziehung nicht. Ne? Und dann hatte sie sich aber im Prinzip das Ganze so aufgebauscht, dass der gesagt hat, naja, der hat mich jahrelang veröffentlicht und ich bin ja eigentlich Freund zu ihm, können wir nicht irgendeine Lösung finden? Und dann ist diese Lösung halt noch auch entstanden. Das war jetzt positiv und negativ zugleich. Positiv, wir haben einen Korridor gehabt für den Herrn Janicki. Das war schlicht und einfach, weil er ja schon 10 Jahre lang dann Figureneditionen gemacht hat. So. Also er war ja auch aus dem Comicgeschäft draußen. Er hat dann praktisch in seinem Laden ja so Figuren, Sammelfiguren verkauft und produzieren lassen. Und dann habe ich gesagt, naja, damit kann ich leben. Wenn er in den Büchern nicht mitmacht, sondern definitiv nur diese Figuren herstellt und wir das in Co-Produktion machen. Das heißt, es bleibt ein Splitterprodukt, später veröffentlicht. Und aber die ganze Abhandlung, ich will ja auch Comics produzieren und keine Figuren, dann scheren wir das einfach so. Er arbeitet für Splitter. Er darf auch draußen auftreten als der Creator dieser Figuren. Das heißt also, auch diese erste Figur hat ja auch Made by Janicki Arts oder sowas unten drinstehen im Boden. Das heißt also, im Prinzip ist es eine Art Kooperationsvertrag, aber auch nur über diese Produktschiene. Und das ist dann eben diese Melissa Figurenbox, die erste Figur, die er gemacht hat. Ich habe aber schon auch damals gesagt, so wie ich ja jetzt hier komme, wird das alles nicht so einfach laufen. Und genau das ist dann, was auch dann entstanden ist. Diese ganze Figurenedition ist von der Kalkulation, von der Abrechnung, von allem, was ist, also ist explodiert. Also die Kosten haben sich verdoppelt, vervierfacht innerhalb von Wochen. Und Jürgen Janicki hat da immer sehr locker drüber hinweggeschaut. Ich vermute mal, weil er auch sehr vieles in seinem Laden einfach nur so unter der Hand verkauft hat. Aber wir sind halt komplett über Grossisten, komplett über Verträge, Lizenzen. Jeder, der in der Branche ist, weiß, dass ein Verlag nur einen Bruchteil dessen, was überhaupt auf dem Endpreis draufsteht, erlösen kann. Das heißt, wir haben also tiefrote Zahlen geschrieben mit dem Thema und wir haben die Figuren am Schluss für einen 4- oder 5-fachen Preis produziert, wie sie eigentlich vereinbart waren. Natürlich war eine Janicki-Abmachung auch wieder eine mündliche. Wir haben nichts schriftlich gehabt und schon standen wir mit den Deppen da. Positiv war, dass wir diese Grenze nie überschritten haben. Er hat also nur diese Figur gemacht. Negativ war, dass aber von draußen das natürlich alle anders sehen wollten, weil dann alle gesagt haben, er ist ja doch an Bord. Und das hat uns dann mindestens 1 oder 2 Jahre keiner geglaubt, weil alle gesagt haben, ja, ihr habt das versucht unter den Tisch zu halten, so dass wir das einfach, dass es nicht nie gestimmt hat, dass er immer an Bord war. Was aber eben, wie gesagt, jetzt ganz sicher so war. Das heißt also, er war ja deswegen auch so böse auf den Dirk, weil wir die ganze Gründung ja auch ohne ihn gemacht haben. Also er hatte einfach von Dirk erwartet, dass er sich mal bei ihm gemeldet hätte. Der Dirk selbst hatte ihm gesagt, dass er das auch mal getan hatte, auf irgendeiner Messe, zumindest angedeutet hatte und er es nicht ernst genommen hat. Ob das, wie das dann gelaufen ist, Janicki selbst glaube ich bei solchen Gesprächen halt gar nichts, weil er da halt eben wahrscheinlich auch aus seiner Sicht nie mehr bei der Wahrheit bleibt. Dem Dirk habe ich das komplett geglaubt und so ist es auch gewesen. Das heißt, der Dirk hat ihm irgendwann mal auch gesagt, er will was machen und dann ist das Gespräch wahrscheinlich einfach nicht the next step geworden. Zum Glück, weil das war ja vor meiner Zeit. Also wir reden dann von vielleicht 2005 oder 2004. Jedenfalls diese Enttäuschung von Janicki ist halt komplett unangebracht, weil er hätte den Namen, er war ja insolvent, er durfte das ja auch nicht weiterführen, das Geschäft. Er hätte ja aber den Namen sich schützen lassen können, wenn er jetzt wirklich geplant hätte, ein Comeback zu feiern. Ja, und das war, sag ich mal, 1 Jahr lang und dann, wie das Jahr rum war, das auch erledigt. Und jeder, der das gesehen hat, war schon die zweite Figurenedition, war ja ganz anders, war auch von der Marat. Was heißt, wir haben sogar, das war auch meine Bedingung, wir haben auch den Produktionen gewechselt, weil dann kamen nämlich auch aus China Forderungen an Geldern, die nicht bezahlt wurden, weil wir haben Janicki bezahlt, aber er hat ja dann wiederum wohl auch Gelder nicht weitergereicht. Also um da nicht irgendwo wieder reinzuschlittern, haben wir gesagt, okay, dann brechen wir auch das ab und wir gehen ganz neu ran. Wir machen die Figurenedition. Aber wir machen es auf unserem Weg. Und dann haben wir einen ganz neuen Produzenten gesucht. Und die zweite Edition hat schon mit Janicki nichts mehr zu tun. Und dann wie auch mit ihm nichts mehr. Er war wieder stinkig und damit war die Sache auch erledigt. Das heißt also, er hat dann zwar immer wieder, er war einmal in Frankfurter Buchmesse und hat immer gesagt, ja, wir machen mal wieder was und so komische Sätze vorbeilaufen. Ich habe euch im Korridor so. Ja. Aber
nichts mehr. Es kam von meiner Seite nicht mal, eigentlich kann sein, dass ich mit Dirk mal telefoniert hatte, aber es kam nicht danach, nach der ersten Edition, kein Gespräch mehr, keine Zusammenarbeit. Wir haben wieder Kreide gefressen, weil das hat uns viel Geld gekostet. Und ich glaube, dass auch der Dirk das dadurch halt dann gelernt hat, wie sowas geschäftlich läuft. Weil wir hatten ja mehr vor. Wir wollten ja auch später auch wirklich ein seriöses, gutes Unternehmen aufbauen. Also genau das ist dieser Unterschied ja zwischen Splitter alt und Splitter neu. Also Rechnung bezahlen gehört dann schon dazu, wenn man 10 Jahre lang dabei bleiben will. Und dann letztendlich auch davon partizipieren. Also man kann durch falsche Geschäfte kann man auch partizipieren. Aber irgendwann mal ist halt doch Schluss. Das erlebt man auf dem Markt ja immer wieder. Und das wollten wir nicht. Also wir wollten da schon eine Anständigkeit und eine Ehrlichkeit und auch eine Zukunft hinterlassen. Ja, und dann sind wir, ja, sage ich mal 2007, weil 2006 war sowieso sehr, sehr schnell rum. Das heißt, das waren ja nur auf dem Markt nur 3 Monate. Mhm. Alles, was wir da gestartet haben, haben wir ja gebracht. Das erste halbe Jahr, der erste Katalog war rum. Wir haben den zweiten gemacht, das lief gut. Wir haben den dritten gemacht. Das war immer, ja, mit jedem Katalog ein Titel mehr reingenommen. Das war so mehr oder weniger die Schlagzahl am Anfang. Figureneditionen haben wir noch weitergeführt, weil wir sie vor allem sehr vielen Künstlern auch versprochen hatten. Die haben ja alle dann sofort drauf gestiert. Das war so für die Künstler natürlich auch schon irgendwie so ein Fingerlecken, weil sie sich einfach geadelt gefühlt haben durch diese besondere Edition, auch die Schuber. Wir haben das dann beibehalten, 3-4 Jahre lang. Aber es hat sich, die Schuber haben sich, die Figureneditionen haben sich nie gelohnt. Und dann war irgendwann mal klar, dass wir das auch einstellen würden. Mhm. Es war also jetzt nicht so, dass wir das als ewiges Konzept hatten oder sowas. Gut, dafür seid ihr dann aber in eine etwas andere Richtung expandiert. Also gut, mit Splitter selbst habt ihr ja erstmal angefangen mit Fantasy. Ist ein bisschen Science Fiction war mit drin, ne? Kannst du mal kurz aufzählen, was war so ganz am Anfang? Also Fantasy-Titel? 2 Titel im Monat und einer musste Fantasy und einer musste Science Fiction sein. Genau, so war das die Waage im Grunde. Ne? Ja. Und die Starttitel, was waren die und warum habt ihr euch für die entschieden? Weil gerade so mit den Starttiteln, da denkt man ja wahrscheinlich sehr stark drüber nach. Das ist richtig. Also wir gehen immer sehr konzeptionell an alles, was wir machen. Auch jedes neue Segment, was wir starten, ist nicht immer so zu sehen, wie wir es uns durchdacht haben, aber es ist durchdacht. Also wir denken immer, was kann daraus werden? Was kann man darauf aufbauen? Ist expansionfähig? Ist qualitativ das, was wir am Schluss auch haben wollen? Wie können wir es auch abschließen? Das sind schon Gedanken, die wir machen. Für welche Märkte machen wir das? Das ist ja alles, was diese ganze Branche macht. Das ist eines der großen Thema Graphic Novel und sowas, kommen wir ja nachher wahrscheinlich dazu. Das sind schon Segmente, in die wir uns sehr viele Gedanken machen, bevor wir überhaupt reinsteigen. Deshalb ist auch der eine Satz, der immer wieder fällt, Splitter ist ja nur Science Fiction und Fantasy, ist halt falsch, weil wir das nie so eng sehen wollten, aber wir mussten es ja eng sehen. Wir mussten ja erst mal ein Statement abgeben. Und es wäre auch völlig falsch gewesen, mit dem Splitternamen zu starten und dann irgendwie ganz was anderes zu machen. Das wäre ja nur enttäuschte lange Gesichter. Das hat auch keinen Sinn gemacht. Und deshalb haben wir letztendlich gesagt, 2 Positionen, ein Science Fiction, eine Fantasy. Und auch da ganz konzeptionell, Legende der Drachenritter als Fantasy-Serie hatte den Bekanntheitsgrad, weil sie da gerade den Start letztendlich hingelegt hatte über Splitter. Die Science-Fiction-Fantasy-Reihe, Dirk und Delia haben ja für das Magic Attack gerade gearbeitet, für Carlsen. Und da war der andere große Künstler, das war Flock, der im Endeffekt gerade seine neue Schiffbrüchigen von Itak gerade gestartet hat und in Frankreich und wir gesagt haben, es ist outstandinges, gutes Material. Also bei Itak ist es quasi der Neustart als Vertrauen in eine Spitzenserie, die es werden kann. Und bei Legende der Drachenritter war es einfach etwas, was hier schon eingeführt war und einfach Erfolg war. Noch nicht breit auf dem Markt vertreten, aber es war vom Start her erfolgreich. Also bei Legende der Drachen wussten wir es und bei Itak haben wir dran geglaubt. Gab es da keine Probleme mit Carlsen irgendwie? Weil die doch Alastor und diese ganzen Soleil-Sachen da eigentlich schon im Programm hatten, das Magic Attack und die Landfäust-Alben. Es gab ja vieles, was uns zu dieser Gründung in die Hand gespielt hat. Das war letztendlich aber auch da diese Überlegung, wenn wir das starten, dann starten wir das jetzt, weil es gab ja im Prinzip eine Art Ausstieg aus diesem Segment. Es gab eine Lücke, eine Marktlücke und es gab einen Ausstieg. Im Endeffekt hat Carlsen über den Wechsel in der Redaktion sich davon verabschiedet. Die Leute haben ja hinter dem Material nicht mehr so gestanden.
Und es gab gleichzeitig durch den geringeren Output auch die Marktlücke. Das war einfach in den Läden so, dass das Material eher rar gesät war. Das heißt also, wir haben da schon sehr konzeptionell, es hat halt geklappt, eigene Vorlieben kombiniert. Eigene Vorlieben heißt jetzt auch wieder bezogen auf mich. Ich bin der Science-Fiction-Fan, der Delia sind mehr die Fantasy-Fans. Also das heißt, auch das hat immer harmoniert. Der Markt war dafür im Prinzip zumindest nicht übersättigt, sondern relativ leer. Die großen Konkurrenten haben sich gerade davon verabschiedet. Du hast gefragt, ob die sich da irgendwie gestört gefühlt haben. In keinster Art und Weise. Ob die vielleicht sich nicht gestört gefühlt hätten, wenn sie gewusst hätten, wo es hinführt, ist eine andere Frage. Aber wir haben, wenn es überhaupt diese Ressentiments gab, dann eben aus von französischer Seite, wegen dem Namen, wegen Spedler, wegen Janetzki, da mussten wir viel erklären. Wir mussten auch viel Vorleistung bringen, dass überhaupt ein Neustart in dieser Konsequenz gelingen kann. Also das Vertrauen war von der Lizenzgeberseite jetzt nicht übermäßig hoch. Wir haben halt auch sehr planmäßig eingekauft, sehr früh eingekauft, sehr früh bezahlt, damit man halt einfach von Anfang an klar macht, ihr habt ja einen Partner, da könnt ihr euch drauf verlassen. Auch das ist ein Grund, warum unsere Produktion ja letztendlich so verlässlich ist, weil wir das am Anfang einfach beweisen wollten, weil wir nicht geglaubt haben, dass wir irgendwie Karriere machen können, wenn wir schon mit den Fehlern anfangen. Das heißt also, die Verlässlichkeit ist ja so ein Thema, also dass praktisch Lizenzgeld auch sofort geflossen ist. Also nicht nur auch in der Lizenzeinkauf, sondern auch dann in den Quartals- oder halbjährlichen Abrechnungen, dass also gleich gesehen haben, die produzieren auch, die kaufen ja nicht nur, ne? Weil klassische, was weiß ich, 2.000-3.000 Euro Lizenzeinkauf mündet ja in einer Sackgasse, wenn man das Produkt nicht bringt. Das heißt also nicht nur, dass das kein Geld mehr danach fließt, sondern eine Serie, die man über 3, 4, 5 Jahre liegen lässt, ist eigentlich markttechnisch so gut wie tot. Die holt ja keine hohen Verkaufszahlen mehr rein. Und das war dann schon konzeptionell so gedacht und das hat sich halt doch gut verwirklichen lassen durch die Lücke. Die Läden haben gut zugegriffen. Heute sind wir Goliath, damals waren wir David. Der David-Effekt hat mit Sicherheit die ersten 1, 2 Jahre geholfen. Ob der Goliath-Effekt heute bremst, lasse ich mal außen vor. Das ist einfach eine, es hat gepasst quasi. Also es hat keine großen Probleme in den Stellen gegeben. Also war denn gerade so am Anfang so eine Serie, wo ihr gemerkt habt, Mensch, die kommt jetzt ganz besonders gut an. Das ist jetzt so das erste große Ding, was richtig gut ankommt. Also das Wachstum von Splitter ist immer gewesen ein Wachstum in die Breite. Das war nie so, dass wir irgendeinen Titel hatten, der auf einmal 3, 4, 5.000 oder mehr verkauft hätte, sondern wir haben damals ja letztendlich auch 2.500, 3.000 Auflagen gefahren. Das war schon ambitioniert für einen kleinen Verlag und für einen Neustarter. Aber das war schon so, dass wir es professionell eher an der Untergrenze gesehen haben. Und diese Grenze haben wir jahrelang nicht richtig überschritten. Das war jetzt nicht so, dass ein einzelner Titel irgendwie vom Start weg besser ging. Science Fiction Fantasy an sich hat einfach seine Zeit gehabt. Das war eine sichere Bank. Das war einfach leichter verkaufbar. Wie wir dann in die Expansion gegangen sind, haben wir natürlich schon gemerkt, dass der Markt für gewisse Bereiche, das kann man ja dann auch gleich danach erörtern, was noch so zusätzlich kam. Aber für dieses Kernsegment, das ist nur, wir haben gesagt, wir nehmen einen zweiten Fantasy, wir nehmen einen zweiten Science Fiction. Wir sind ja dann in History eigentlich, das sagen wir mal so, das war die Richtung History. Aus der History kam so vielleicht die Richtung Western raus, Richtung Krimi, so Abenteuer, so. Das ist dann so Steps gewesen, wo wir gesagt haben, bevor wir dann, also die, das wäre der nächste große Step, war ja dann die Funny-Schiene. Aber jetzt erst einmal so im Kernprogramm. Wir sind dann jedes Mal gefragt worden, also das ist die Standardfrage, die ich heute noch gestellt bekomme, dass wir ja nie weg wollten oder nie das gezeigt hatte. Nein, es war immer so, dass wir alle Bereiche letztendlich präsentieren wollten, aber wir mussten sie erst aufbauen. Wir brauchten 2 oder 3 Bücher, um das 4. zu finanzieren. Wir brauchten 4 oder 5 Bücher, um das 6. zu finanzieren, also in der monatlichen Produktion. Das heißt, erst aus der Basis heraus war die Expansion in die anderen Themen möglich. Aber geplant waren die vom ersten Tag an. Ja, du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Also gut, es ging dann Richtung History. Und dann habt ihr aber auch gesagt, so, wir wollen die Funny-Schiene aufbrechen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung, dass das so ein bisschen auch eine Initiative von dir war? Oder ging das auch von den anderen gleichsam aus? Es ist schon, also ich bin der größere Funny gewesen, zumindest was die Tradition und die Erfahrung angeht. Ich habe viel mehr Funnies gekauft, also jetzt aus der Lesersicht heraus, wie Dirk und Delia.
Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Einzige bin, der gesagt hat, ja, Fanny, da wollen wir hin, sondern ich habe das immer wieder reingebracht. Bei Dirk und Delia ist es ein bisschen ein anderer Zusammenhang, weil sie ja viel stärker auch für die Branche gearbeitet haben, also für Carlsen gearbeitet haben. Und für die war natürlich die Entscheidung fürs Fanny leichter, weil es ja letztendlich auch bei Carlsen runtergefahren wurde. Also einfach so als Hintergrundwissen, Delia hat ja ganz regelmäßig mit ihrer Ximox-Firma letztendlich für Carlsen gearbeitet, also fast auch monatlich. Das heißt also, für sie war das eine feste Einnahmensbasis, feste Auftragsbasis. Und da das ja dann quasi langsam eingebrochen ist, war für sie natürlich die Entscheidung, es selbst zu machen, war natürlich auch wieder viel einfacher. Also von Anfang an, sage ich mal, ich habe mehr den Drang gehabt, den emotionellen und vielleicht den Leserdrang gehabt. Aber ich musste Dirk und Delia davon nicht überzeugen, sondern das war wirklich auch ganz klar, da werden Lücken frei und die besetzen wir. Und wir wussten, ich bin auch einer, der heute immer noch ganz klar sagt, es ist nicht die Zeit der Funnies, also zumindest nicht in der Breite, weil wir überall, ich merke das ja eben auch über dieses andere Konstrukt, den Phoenix, wo wir ja letztendlich auch viele Funnies mittlerweile gemacht haben, der Markt ist im Moment eben nicht, ich bin ja auch erwachsener Comicleser und Funnies sind irgendwo Hybride in zwei Märkten. Wahrscheinlich würden sie letztendlich im Kioskmarkt besser funktionieren als im Albenmarkt. Aber der Kioskmarkt ist für sich wieder sehr viel schwieriger und deshalb ist denen so ein bisschen die Heimat verloren gegangen. Ich glaube, das Funny hat es im Albensegment grundsätzlich recht schwer. Ist eine interessante Frage. Dann habt ihr überhaupt mal überlegt, an den Kioskmarkt zu gehen oder? Gab es die Überlegung durchaus? Oder? Es gab ja nicht nur die Überlegung, sondern es gab ja auch drei Kioskausgaben, die wir gemacht haben. Stimmt, die Schlümpfe. Ja. Richtig. Und diese Ausgaben sind ja auch genau deswegen entstanden, weil wir gewusst haben, wenn wir im ganz klassischen Fachhandelsbereich, auch jetzt in den Buchhandlungen irgendwo, das wird nicht so gesehen. Man hat vielleicht die Asterix-Erfahrung, aber man hat im Buchhandel doch schon irgendwo, das Buch ist kein Kindercomic. Kindercomics sind halt traditionell viel stärker bei unserem Kiosk. Und die Unterstützung vom Buchhandel ist beim Funny noch geringer, als jetzt letztendlich beim allgemeinen franco-belgischen Album ist. Und das wussten wir. Und da haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen damit einfach mal irgendwelche Kiosk-Tests machen. Wir haben ganz am Anfang mit allen Serien rumgesponnen, aber erst mit den Schlümpfen war natürlich dann ganz klar der Titel eingekauft, mit dem wir diesen Schritt auch machen. Das war einer unserer größten Schritte, also nicht die Gründung eigentlich jetzt des Tochterlabels Thunfisch, sondern darauf hingehend eigentlich zu sagen, wir machen den Kiosk und den Schlümpfe-Schritt. Das war der große Schritt, weil es als Investment, wir mussten eine sehr große Vorsumme bezahlen und das war ja gar nicht klar, ob wir das jemals wieder reinholen. Also das musste schon einfach so, mehr oder weniger haben wir Verkäufe für ein oder zwei Jahre vorfinanzieren müssen. Das war eine große Schwelle, wobei wir selbst den Schritt sehr einfach gemacht bekommen haben, weil wir dachten, dass wir trotz der Investition viel mehr Dinge erfüllen müssen. Also das heißt, wir hatten einen Businessplan, ja, das heißt, wir haben ganz klar hinlegen müssen, wo geht es innerhalb von ein, zwei Jahren hin. Wir dachten aber, wir müssten den erkämpfen oder verteidigen oder vielleicht auch unseren Plan verteidigen gegen die Vorstellungen von IMPS, die ja gerade auch neu als Lizenzgeber aufgetreten sind. Das Besondere war ja, dass IMPS in Deutschland zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse dreimal war, ohne überhaupt ihren Stand zu belegen. Die haben ja gar keine großen Verhandlungen dort geführt, sondern sie haben sich nur präsentiert. Und das war in dem einen Jahr war es ganz grotesk. Da war ja nur an der Wand Visitenkartenkästchen. Da konnte man sich dann seine Visitenkarte ziehen und hätte sich dann später melden. Also die haben da richtig Geld investiert, um gar nicht da zu sein. Und das war für uns irgendwie so also der, ist es der Bettler oder was weiß ich, also man klopft an der Tür des Königs und des Kaisers, ja, und möchte mal fragen. Ja. Und ja, aber die Schwelle war vor allen Dingen sehr hoch und wir wussten auch, dass es mit Sicherheit ein Angebot sein muss. Naja, und lustigerweise war das ja so, dass ich die Vermutung habe, dass manche unserer Konkurrenten halt an dieser Schwelle auch immer gescheitert sind, also dass sie diesen Schritt nicht gemacht haben, weil die waren dann von uns nicht nur vom Angebot, sondern von dem Konzeptionellen, aber auch von der Situation, so dass sie gesagt haben, ja, das macht sehr viel Sinn, weil wenn wir diese ganz großen Kioskpläne nicht mehr verwirklicht bekommen im deutschen Markt, dann machen wir jetzt mal eben diese Hardcover-Ausgabe, weil das war ja wieder unser Prinzip. Ne? Wir haben wieder ganz, ganz klar gesagt, die Schlümpfe groß in die Breite, schnell, in Hardcover, im Buchhandel. Das ist normalerweise etwas, wo man ja die Schlümpfe so erstmal auch aus Lizenzgeberseite nicht sieht. Man kann auch sagen, dass man hat ja parallel dazu, also
wir hatten das damals reingeschrieben. Wir hatten auch ja selbst am Kiosk mit, wir waren ja eben mit Perry Roden am Kiosk. Wir haben damals die Verkauf, wir haben Verkaufszahlen reingeholt von, das war ja die Zeit, wo dann auch Batman, Superman, was weiß ich, so alle ja zumindest aus der Lücke kamen. Also sie waren schon im Aufsteigen. Aber 5 oder 10 Jahre vorher hat man ja gesehen, dass man heute von, auch von populären, auch kaum 10, 15.000 Exemplare am Kiosk verkaufen kann. Und aus der Situation musste man ja immer 30 bis 50.000 herstellen. Das heißt also, das gilt heute noch teilweise als Gesetz. Man kann ja nur ungefähr 30 bis 40% verkaufen von dem, was man produziert. Dann ist ja der Verkaufspreis 50% oder geringer. Das heißt, aus all dieser Situation heraus hat der Lizenzgeber sich natürlich überlegt, Moment mal, wenn die jetzt mit 5.000 der Auflage im Buchhandel sind, dann ist das ja nicht 5.000, sondern das ist ja versus 15.000 oder 20.000 am Kiosk von der reinen Einnahmeseite. Und das hat denen wahrscheinlich schon, weil wir haben die Beträge halt alle kumuliert, wir haben das zusammengeschrieben, was für Umsätze wir im Jahr generieren wollen. Und ich glaube, das hat die überzeugt. Wir sind dann, ein Jahr später, eben dann doch mal nochmal ans Kiosk gegangen, um das einfach auszutesten. Aber das Buchhandelskonzept war unabhängig von denen schon akzeptiert und gewollt. Da habt ihr so ein bisschen das Fahrtwasser von den Filmen auch genutzt, ne? Oder wie war das? Das hat die Sache sehr einfach dann gemacht, aber das war ein glücklicher Zufall, dass dann gleichzeitig auch der Film und sowas. Also ihr hattet jetzt eh vor, unabhängig vom Film? Ja, eine höherwertige Lizenz, da gibt's ja nicht so viele. Und im Endeffekt war uns klar, es ist eigentlich nur noch Lucky Luke, Tim und Struppi und Asterix. Was da, wenn man da von Step, von Schritten spricht, die da wahrscheinlich drüber stehen. Das heißt also, die Schlümpfe waren für uns ganz klar der Korridor, wo wir hin müssen. Ja. Mit dem Hardcover hat natürlich auch den Vorteil, dass es für Büchereien oder so auch interessant wird. Also meine heimische Bücherei in einem sehr kleinen Ort, die haben sich dann angefangen, die Schlümpfe da ins Regal zu stellen, was vielleicht bei einer Softcover-Geschichte da ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Ne? Also das, da haben sie schon zugeschlagen. Das ist ja auch der Gedanke, den wir ja bei Thunfisch generell hatten und bei den Schlümpfen auch, dass wir ja sagen, es ist halt einfach kein gesättigtes Segment. Da kann man noch was reinverkaufen, da kann man etwas erreichen. Es ist auch das, was sich wahrscheinlich so im Moment auch jetzt darstellt. Jetzt sind wir halt eben 5, 6 Jahre in dem Segment unterwegs und jetzt tritt so ein bisschen da sowas wie eine Sättigung ein, das spüren wir schon. Also das ist so, Splitter hatte es am Anfang relativ einfach, Thunfisch hatte es am Anfang relativ einfach, aber das ist so... Das ist kein Zufall. Wir sind schon aus der Branche. Wir denken schon konzeptionell. Also wir würden nicht in einem Segment versuchen, was aufzubauen, wo wir von Anfang an wissen, das gibt ein ganz harter Kampf. Das, glaube ich, wäre falsch. Also eine Lücke zu suchen und die zu beleben, ist dann doch schon der sinnvollere Weg. Breedstorm, erklär doch mal kurz, was du hier so siehst. Ja, wir befinden uns im Dachgeschoss eines Hauses und hier steht jede Menge Comics, also wirklich sehr, sehr viele. Und ich habe aber gelernt, dass es nicht das Lager das ist. Und ja, ich habe viel gelernt über ein gewisses Ablagesystem, aber beiher sind wir natürlich auch noch auf verschiedene spezielle Sachen gekommen. Einige Originalzeichnungen haben wir betrachtet. Der Steffen kann die vielleicht dann mal dokumentieren und verlinken. Und haben speziell nochmal gehört von einigen, wie soll ich das sagen, ja, Gastauftritt kann man das auch nicht nennen, aber der Horst hat es geschafft, ja, Bestandteil von Alben seiner Legenden oder seiner Götter zu werden. Horst, wie ist das gewesen? Ja, das ist das Schöne bei Splitter, dass ich eigentlich das, was ich immer tun wollte, auch verbinden konnte. Das heißt, wir haben ja vorhin über die Vergangenheit, über die Wege zum Splitter Verlag gesprochen und da war das ja ein Teil, dass ich immer auch Giraud, Möbius und Hermann zum Beispiel auch immer als meine grafischen Vorbilder hatte, immer mit irgendwo diese Nähe gesucht habe. Und dann hat sich das halt beim ersten Mal eben bei unserer Comanche-Reihe ergeben. Das war von unserer Seite immer oder von meiner Seite speziell bei Splitter immer geplant, dass wir auch Comanche machen wollen, weil wir wussten, die Lizenz war frei. Also die war 2, 3 Jahre lang schon komplett frei auf dem Markt. Und für mich war eigentlich der Ansatz, wenn, dann macht man die natürlich in einer ganz besonderen Art. Und ich wollte natürlich dann letztendlich meine Vorbilder ehren. Und das war dann bei Comanche so eigentlich der Startpunkt, wo ich gesagt habe, da machst du mehr. Da haben wir ein sehr schönes Making-of gemacht. Und ich hatte ja selbst eben immer schon im Hermann-Stil gezeichnet, habe ja letztendlich auch irgendwann mal in der Vergangenheit, in den 80er Jahren, versucht, eben den Andy Morgan als Serie zu übernehmen. Und auf einmal ergab sich diese Chance, dass
diese Comanche-Reihe ja, das spezielles vierte Album, Droht der Himmel über Laramie, dass das letztendlich nie als Buchform komplett erschienen ist. Und nicht komplett heißt, das haben immer 5 Seiten gefehlt, die nur einmal jeweils in Franco-Belgien und in Deutschland nur einmal erschienen sind in den 70er Jahren und dann nie mehr. Und als der Verlag uns halt mitteilte, dass die Originale verschollen sind und auch das Lithomaterial, weil normalerweise fragen wir bei sowas dann als Verlag immer auch die Filme an. Wir würden dann zum Beispiel auch gerne von Druckfilmen und sowas kennen. Die sind ins Archiv gegangen in Brüssel und haben gesucht und nichts gefunden. Und daraufhin habe ich so ein bisschen meine Chance gesehen und gesagt, da machst du das, was du schon immer wolltest. Du fragst mal retour, ob du da quasi helfend zur Hand gehen kannst und habe letztendlich vorgeschlagen, ob ich dieses Material restaurieren darf. Es gab aber letztendlich außer diese 70er Jahre auch sehr, sehr matschig im Tiefdruck gedruckten Originale im Tintin und im Zack-Magazin gab es ja keinen weiteren Abdruck. Also es gab keine Scan-Vorlage vom Strich zum Beispiel. Wer sich da technisch auskennt, weiß, dass also im Tiefdruck auch der Strich gerastert wird. Es gab also keine sauberen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von diesen Seiten. Und ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich das halt einfach neu zeichnen möchte. Und ich musste ein Muster vorlegen, was ich dann gemacht hatte. Und das wurde Hermann vorgelegt. Und ihm hat das so gut gefallen, dass er gesagt hat, mach mal, Thomas. Das lief halt unter dem Oberbegriff Restauration. Aber Restauration, das ist ja vielleicht in der Kathedrale oder der Kirche auch so, wenn da mal ein Stück von 2x2 Metern fehlt, dann muss man ja auch ein bisschen mehr machen, als nur vielleicht, was weiß ich, die Farbe auffrischen. Und damit habe ich halt 5 Seiten in dem Comanche-Album komplett neu gezeichnet. Und das war für mich im Prinzip einfach die Ehrung meines Vorbildes, die da mit dem Zusammenhang, dass Splitter das schon machen wollte und dass ich das machen wollte, dann einfach konform gelaufen ist. Und so etwas habe ich halt auch immer wieder gerne gemacht, wenn es sich ergeben hat. Mhm. Magst du nochmal ansagen, wo genau man das als Leser findet? Wo man die Seiten findet? Ja, man müsste sich mit der Serie an sich auskennen. Also es ist das vierte Album und es sind im Prinzip die 5 Kapitel drin. Das sind 5 extra gezeichnete Seiten, weil diese Geschichten im Magazin immer in Fortführungen erschienen sind. Und das ist immer das Outro oder das Intro für die nächste Geschichte, für die nächste Kurzhandlung. Da muss man dazu sagen, dass ja auch gerade Comanche am Anfang ja keine durchgehende lange Geschichte war, sondern eigentlich immer so 6 bis 8 Seiten waren. Das heißt, das Konzept der Serie war ja sehr stark auf Magazinveröffentlichung ausgelegt. Und um dieses Feeling wahrscheinlich etwas besser rüberzutragen, hatte Hermann damals immer diese Intro-Bilder, die auch immer sehr große Splash-Bilder sind, die also sehr viel Stimmung rüberbringen, zusätzlich gezeichnet. Er hatte das ja auch für die Magazinveröffentlichung extra gemacht. Und es hat halt später einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt durch diese Problematik in das Tatar-Magazin ging ja auch dann irgendwann mal 70er, 80er Jahre so ein bisschen den Bach runter, ob das jetzt praktisch mit der Situation am Markt zu tun hatte. Es gab halt damals diese eigentliche Comanche-Veröffentlichung ohne diese 5 Seiten, ob sich damals jemand Gedanken gemacht hatte, 10, 20 Jahre später, irgendwann mal kam die Digitalisierung, ob da war Originale. Hermann selbst wusste auch nicht, wo er da irgendwas auftreiben kann. Also ich weiß bis heute jetzt keine, wo das Material ist. Er hatte von einer Seite damals berichtet, die er verkauft hat. Später hat er gesagt, es ist nicht verkauft. Also es sind 30, 40 Jahre auch für ihn her. Also er weiß das wahrscheinlich auch nicht mehr. So, jetzt habe ich aber die Frage, glaube ich, nicht ganz beantwortet. Nee, ich wollte gerade sagen. Die war exakt. Ja. Also wo sich das findet. Wo sich das findet. Genau, das sind 5 Seiten und das sind diese Kapitel drin. Das ist also immer dann, wenn, man muss es vergleichen mit der Originalalbenausgabe, die es dann in Frankreich gibt, wo diese 5 Seiten fehlen. Ja. Wir hatten das Experiment, das wir durchgeblättert haben und also ich konnte es nicht auf den ersten Blick raus erkennen, dass da irgendwas anders war. Das ist schon unglaublich, ja. Wie viel Zeit ist dafür draufgegangen, dass du diese Zeichnungen machen musstest? Ja, also um die 6, 7 Wochen habe ich an diesen 5 Seiten gesessen, alleine, wobei das Gesamtwerk auch restauriert ist. Also insgesamt habe ich an den 10 Hermann-Bänden 10 Monate reine Arbeitszeit verbracht. Das war auch der Grund, warum die damals auf 3-monatlich gesetzt wurden, weil ich quasi 2 Monate ein allgemeines Programm bearbeitet habe und mehr oder weniger mich immer 1 Monat zurückgezogen habe, immer für den nächsten Comanche. Das Besondere, um das einfach, weil man das jetzt ja visuell jetzt nicht bei der
Sprachaufnahmen nicht darstellen kann, ist ja einfach, dass ich eben meinen Ursprung da habe in Giraud, Möbius eben und in Hermann. Ich bin über Giraud eigentlich zum Comiczeichnen gekommen, habe aber innerhalb des ersten Jahres eigentlich so ein bisschen zu Hermann rüber gewechselt, weil er mir mit seinem Pinselstrich den mehr zu erobern gab. Ich konnte da mehr entdecken und habe von ihm mehr gelernt und deshalb habe ich diesen Strich halt auch so drauf, dass man das eben nicht sieht. Also das heißt, der Laie kann das nicht unterscheiden. Selbst der Fachmann kann es nicht. Also selbst Hermann weiß es ja nicht im Endeffekt. Hermann hat ja diese Belegexemplare bekommen, hat sich bedankt für diese gute Restauration, aber er weiß nicht oder er kann nicht erkennen, was von ihm gezeichnet ist und was nicht. Und das ist ja nicht der einzige Band, wo du einen, wie soll ich das nennen, wie einen Cameo-Auftritt hattest. Ja, wobei das andere ist eigentlich mehr oder weniger dem, war nicht geplant, ist dem Umstand geschuldet, dass Möbius ja vor ein paar Jahren gestorben ist und wir haben ja von ihm seinen Klassiker, Der letzte Inkerl, herausgebracht und als ich hier oben an der Arbeit saß und am dritten Album gearbeitet, kam halt irgendwann mal die Meldung rein, Möbius ist tot, das ist ganz normal über Internet oder sowas, habe ich das ganz normal einfach auf einer Newsseite gelesen und das Besondere an der Situation, eben weil ich ja über Giraud eigentlich zum Comic gekommen bin, hatte ich diese Situation, dass ich einfach, ich bin aufgestanden, bin zu meiner Familie runtergegangen und wollte einfach nur sagen, aus der Erfahrung heraus, weil wir ja mittlerweile, unsere Stars sind ja heute alle 70, 80, 90 Jahre oder halt eben gar nicht mehr existent. Und da wollte ich das nur sagen und irgendwie hat es mich da übermannt und ich bin eigentlich nur zu meiner Familie gegangen und habe eigentlich nur noch geweint und konnte das gar nicht rüberbringen, was ich sagen wollte, weil mir in dem Moment halt bewusst ist, dass die Person gestorben ist, die eigentlich mein ganzes Leben bestimmt hat. Das heißt also, ohne ihn hätte ich eventuell, das kann man ja nicht, weiß ja nicht, wie das Leben läuft, aber wäre ich wahrscheinlich nicht zum Zeichnen so gekommen, hätte mich da auch nicht so verfußt. Ich habe diese Gefühle ja, die ich heute noch habe in diesen Momenten, wo ich das tue. Und ich konnte das nicht so rüberbringen. Und meine Tochter, damals 11, 12 Jahre, hat gesagt, so hast du ja noch nicht mal geheult, wie dein eigener Papa gestorben ist. Das war ihr Satz dazu. Naja, und da habe ich im Prinzip in das vierte Album eine Hommage reingezeichnet, einen Abschiedsgruß, der am Anfang des vierten Albums steht. Aber das andere war ja eine geplante Aktion und in diesem Fall war es eigentlich auch nur mein Memory an mein Vorbild und an den, der mich eigentlich mein Leben bestimmt hat. Bist du mal drauf angesprochen worden von irgendjemandem, der da, sage ich mal, auch ein Extremfan ist, der das eigentlich gelesen haben, also der die alten Ausgaben natürlich schon im Regal stehen hat, ist wem das aufgefallen? Weil auch da sieht es ja sehr, sehr authentisch aus. Also bei Möbius jetzt? Hm? Ja, nein, das ist eigentlich nicht geschehen. Also das ist eigentlich letztendlich so einfach in den Markt aufgesaugt worden und untergegangen. Das hat keiner nachgefragt. Aber das war ja auch eine persönliche Sache. Das andere bei Hermann war ja geplant, das war angekündigt, das ist kommuniziert worden. Das war selbst das erste Mal weltweit die komplette Edition. Das stand so im Katalog mit restaurierten Zeiten. Das war alles geplant. Und hier war es ja letztendlich einfach nur eine persönliche Sache. Und findet sich dann zum Beispiel bei den, wo du bei Hermanus reingezeichnet hast, geht das dann auch, sag ich mal, dass die Leute das im Ausland interessiert? Weil wenn du da wirklich einen sehr starken Fankreis hast, den Hermann ja zweifellos auf der Welt auch hat, dass die sich dann auch solche Ausgaben vielleicht holen, wenn es da zusätzliches Material gibt? Naja, es ist ja so, es ist ja nicht so, dass da jetzt in dem Fall zum Beispiel eben irgendwie mein Name vordergründig steht. Deshalb werden das schon manche Leute sehen, dass das was Besonderes ist. Aber sie werden das jetzt nicht so in Verbindung bringen. Und wenn sie ja zum Beispiel jetzt als Franzosen das Making-of nicht exakt lesen oder nicht wortwörtlich verstehen, dann verstehen sie vielleicht auch gar nicht, was an welchen Seiten wie gemacht wurde. Weil es wird ja nicht einfach, es ist ja nicht analytisch aufgearbeitet, sondern es wird ja nur angedeutet im Endeffekt. Es ist in der Vorausgabe, in der dritten Ausgabe und in der vierten Ausgabe ist die Ankündigung drin, die Ausführung. Es ist eine Hand zu sehen, die da diese Seite tuscht. Das ist also meine Hand und die Seite, die da entsteht in dem Werk. Und es ist nicht Hermanns Hand. Aber wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht analytisch angeht, versteht man das vielleicht auch nicht. Aber das ist für mich auch nicht Sinn der Sache, sondern das ist dann wirklich auch dieser vierte Band. Das hat was eben mit Möbius genauso jetzt mit Hermann zu tun. Das sind ja Bücher, die entstehen einfach aus diesem ganz speziellen Fable. Man hat diesen Verlag und auf einmal kommt das Idol in das eigene Haus. Das ist ja praktisch etwas, das lässt sich so vielleicht nur noch zwei oder dreimal übertragen. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Valerian Véronique Messier wäre so einer im Science-Fiction-Bereich, ein Künstler, der mich auch sehr, sehr, ganz klar, sehr klar interessiert. Kannst du den Comic zum Film dann zeichnen, wenn der Valerian-Film kommt?
Machst du einfach mal den Comic dazu. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn klassisches Material aus? Ich meine, Hermann, das ist klar, Möbius, das kann man wahrscheinlich immer verkaufen. Nach welchen Kriterien geht da, was euch gut gefällt? Oder guckt man da auf dem Markt, fehlt da eine bestimmte Ausgabe dazu? Ne, ich denke jetzt zum Beispiel an die Neuauflage von, was weiß ich, die Haie von Lagos oder ähnliche Sachen. Dann muss ja irgendwann ein Prozess stattfinden, der sagt, dieses Material möchten wir nochmal in einer besseren Form bringen. Also es gibt tausende Gründe für und gegen eine Ausgabe und man kann da jetzt nicht einen ganz festen String aufmachen. Aber man spürt bei den vielen älteren Editionen, spürt man schon, dass wir persönlich eben auch Autor, Zeichner und Liebhaber sind, also auch Leser sind. Das heißt, das ist dann schon davon getrieben, dass wir sagen, das, was von diesem Künstler in Deutschland bisher erschienen ist, ist nicht entweder komplett nicht adäquat. Es ist aber gerade bei den historischen Sachen, es ist nicht wirklich ein Konzept dahinter, dass man sagt, da gibt es nochmal einen Markt, den man beackern konnte, sondern das steckt wirklich so dieses, das sehe ich persönlich auch als ganz klare Hintergedanke bei Splitter. Wir wollen natürlich auch immer beste, kompletteste Ausgaben machen. Ich bewerbe das eigentlich auch ziemlich aktiv. Ich gehe da schon immer hin und sage World Best oder einzige Komplette oder sowas. Ich mache auch immer gerne ins Internet ja diese so Vergleiche, wo ich einfach die Originalausgabe und unsere Ausgabe nebeneinander stelle. Weil dann an solchen, gerade bei dem historischen Material, das ist ja das, was wir selbst als Jugendliche, als Kinder gelesen haben. Und es gibt auch genug Gründe, es heute besser machen zu können. Wir können hier über eine digitale EBV einfach Fehler, die in der Vergangenheit einfach entstanden sind und auch immer drin geblieben. Das ist so ganz typisch für diese Ära, wo Lithografien, Offset-Lithografien gemacht wurden in den 80er Jahren, haupt 70er, 80er Jahren. Das ist Material, das ist so teuer gewesen, da hat man nicht mehr am Schluss das Geld gehabt, es zu reparieren, wenn es misslungen ist. Also das heißt, eine misslungene Litho wurde 20 Jahre lang misslungen gedruckt. Und heute kann man mit der digitalen EBV Farben angleichen als Beispiel. Das ist mit das Einfachste. Was früher mit das Komplizierteste war, ist heute das Einfachste. Und das ist dann schon so ein bisschen Ego, dass man da sagt, ich will, dass unsere Ausgabe auch wirklich was Besonderes darstellt. Aber es kann eben die Unvollständigkeit sein, es kann die Qualität sein, es kann mal der Mix aus allem sein. Das ist das Paradebeispiel. Was hältst du so als Fachmann von Neukolorationen? Wenn sie im alten Gedanken gemacht sind, finde ich sie immer sehr gut. Wenn sie aus einer Ära kommen, die einfach kollidiert, finde ich sie schlecht. Ich weiß nicht, was du jetzt ansprichst. Gibt ja sehr viel, auch jetzt bezogen auf die wirklich altes Material, 50er, 60er Jahre, wenn das neu koloriert wird und der Kolorist also zum Beispiel Airbrush-Verläufe reinmacht, wie sie damals gar nicht entstehen konnten. Das ist sogar eine Zeit, wo es die Airbrush-Pistole teilweise noch gar nicht mal gab. Also diese Entwicklung ist dann auch oft erst später entstanden. Also das heißt, man hatte damals Verläufe auf Aquarell viel mit Wasser und mit Struktur kolorieren müssen. Dann ist es unpassend und dann finde ich es schlecht. Wenn aber jemand eine Neukoloration macht, zum Beispiel in dem Gedanken, dass er eben Farben stabilisiert, harmonisiert, vielleicht auch komplett rekonstruiert, aber im alten Gedanken, dann finde ich das wieder passend. Das muss halt einfach passen. Das darf nicht in der Zeithistorie stören. Also ich finde, mir fällt da gerade so ein Beispiel ein, wo es meiner Meinung nach eben nicht passt. Das sind die frühen Blueberry, die Neukolorierung und auch Bruno Brasil oder so. Weil wir kennen das halt aus den 60er, 70er Jahren noch. Das waren teilweise poppige Farben, die natürlich nicht der Realität entsprochen haben. Aber wenn ich mir diese langweilige Neukolorierung, diesen Erdtönen dann angucke, ich denke, es passt einfach dann nicht mehr. Ja? Es wirkt zu glatt. Ja, weil die Farben wurden ja damals auch so ein bisschen als Stilmittel eingesetzt. Richtig, das spürt man ganz sicher. Während man gedeckte, braunige, erdige Farben, also beim realistischen Comic in 50er, 60er hatte, ist man dann eben Ende 60er, 70er Jahre Pop-Art-Ära, ist man dazu übergegangen, auch mit Farben aggressiver heranzugehen. Es wurden einfach, die Soundwords wurden farblich viel stärker unterlegt, also jetzt im Europäischen. Im Amerikanischen war der Trend sowieso schon da und viel früher, und da kam auch diese Farbe aus ganz anderen Argumenten, weil da wurde Farbe ja sehr oft in der Litho gemacht, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Aber hier wurde sie ja noch konventionell gezeichnet, also gemalt mit dem Pinsel. Und die Farbe ist dann im Prinzip wirklich aus der kulturellen Entwicklung von Farbe ist es entstanden. Das ist richtig und stört mich auch, klar. Spätestens wenn ich das Original kenne, weil dann sehe ich ja letztendlich, wie war es gedacht. Und wenn man jetzt, du sprichst das jetzt ja gerade an, jetzt nehmen wir mal die alten Klassiker wie Vans, wie eben sowas wie Hermann, wie Giraud.
die hatten ja letztendlich diese Ära auch alle mitgemacht. Das heißt, die sind ja genau diese Illustratoren, die das gemacht haben und die vielleicht ja sogar genau diese Ära mit begründet haben. Das heißt, ich bin ein ganz großer, weil ich jetzt ja auch unter einem Künstler auch sowas wie eine künstlerische Entwicklung sehe, ich bin ein ganz großer Fan, Künstler zu beobachten, die Chronologie, die Entstehung, das wo Künstler sich einfach in ungeahnte Höhen hocharbeiten. Das heißt, ihr Artwork, ihr Ausdruck, den Expressionismus, den sie da drin haben, einfach stilistisch irgendwo hintreiben. Nicht immer zum Positiven. Es kann auch mal so sein, dass ein Künstler einen bestimmten Stil einfach übertreibt oder zurückgeht. Aber eine Entwicklung finde ich viel, viel konstruktiver als in der Sprache zum Leser. Ganz typisch wäre ja auch, einfach das Typische ist ja auch Jerome Moebius, der ja praktisch zwei Welten, zwei Künstler-Authentizitäten geschaffen hat. Und um darzustellen, ich kann nur mit dem anderen Pseudonym auch ein ganz anderes Level erreichen. Und er hat dann in der Darstellung, hat es ja auch, das wäre ja das Beispiel auch wieder Inkal mit Diefol. Die Charakter Diefol ist ja in 50 verschiedenen Art und Weise gezeichnet. Der heroische Held sieht halt wirklich aus, maskulin, ist straight. Der dumme Diefol, der hat eine lange Nase, der hat Falten im Gesicht. So einen Ausdruck kann man ja nur schaffen, wenn man eine Entwicklung hat. Und Farbe integriert das im ganzen Gedanken, das ist keine Frage, die gehört da genauso dazu. Also ganz klar, ob jetzt mit Computer oder konventionell, eine Neukolorierung, die einfach studiomäßig abgearbeitet würde einem Artwork, wie es ein Vance, wie es ein Chiro, wie es ein Hermann gemacht hat, nicht gerecht werden. Ich sehe, dass der Marshall da noch so eine kleine Liste sich geschrieben hat. Wolltest du da mal drauf eingehen? Oder? Schon so einen kleinen Spickzettel. Vielleicht können wir aber noch mal kurz so ein bisschen Disclaimer geben. Wen willst du geben? Disclaimer. Wir kennen ja den Horst jetzt schon einige Jahre vom Stammtisch. Wie lange kennst du den Horst jetzt schon? Ja, auch vom Stammtisch. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Da kann ich mich noch wie heute dran erinnern. Wir hatten ja früher im Frankfurter Comic-Stammtisch, war ja eigentlich der Sinn, dass wir jeden Monat einen Themenabend haben. Wir mussten ja irgendwie ein Programm finden, weil es damals in der Romanfabrik ja auch Geld dafür gab, wenn man so einen Abend ausrichtet. Ja, das war mein Vorläufer hatte das damals auch, glaube ich, eher mit dem Gedanken, Geld zu verdienen, eingeführt als was Kulturelles zu leisten. Und wir haben das dann halt so gemacht und haben gesagt, okay, wir gucken dann, was kann man bringen. Wir haben Vorträge gemacht, wir haben Podiumsdiskussionen gemacht, wir haben Ausstellungen organisiert. Also wir waren damals sehr, sehr aktiv, was ich heute so ein bisschen vermisse, aber vielleicht der Zeit geschuldet, weil heute halt alles mit Mausklicks funktioniert. Ja. Wir hatten also damals auch ein Magazin gemacht, das haben wir selber nicht gedruckt, sondern kopiert, ja, so eine Nullnummer, die nichts getaugt hat. Und irgendwann haben wir halt geguckt, steht die Nullnummer im Comicladen und zufälligerweise habe ich im Comicladen damals in der Berliner Straße dann irgendwo in der Nähe unserer Nullnummer dann auch ein Album gesehen, ein farbiges Comicalbum von einem Zeichner, den ich gar nicht kannte, Zeichnerautor. Eben dieser Horst Gotter, bei dem wir jetzt hier sitzen zu Gast. Und es war irgendwie verrückt. Das Cover war so ein bisschen bunt. Da war ein Mädchenkopf drauf, der so ein bisschen an die Veronique oder Laurelin, wie sie eigentlich heißt, von Valerian erinnert. Die Farbgebung auch. Habe ich dann auch, blätterst mal rein. Und das war für mich ganz komisch. Es war eine Mischung. Ich habe wirklich gedacht, ach, guck mal hier, du hast das zack wieder in der Hand. Gell? Das war eine Mischung aus Hermann, aus Messiers, ja, Kahlenbach vielleicht noch mit drin, ja, weil der männliche Figur da ja so mit den weißen Haaren, das sah auch so ein bisschen fast wie ein Tourräder aus. Also war ganz komisch, ja. Dann habe ich gedacht, Mensch, wie toll, habe ich mir direkt mitgenommen. Es war damals eigentlich nicht billig für ein Album, ja, weil man waren andere Preise halt gewohnt vom Kiosk. Ich weiß nicht, was hat es gekostet? 12,80 Schmack. Das waren damals aber noch nicht so die Preise. Ich glaube, wir waren. Ja, das war 89. Für Softcover-Alben waren wir, glaube ich, ein bisschen niedriger. Aber es war egal. Da gab es ja noch ganz toll, gab es noch Postkarten dazu oder so eine DIN-A4-Druck. Ja, also als war schon war eine schöne Sache. Ich habe es mitgenommen, habe es gelesen, war toll. Ja, und dann hatten wir in unserem. Ach nee, du siehst, das war sogar andersrum. Ich habe dann im Magazin in dem Magazin habe ich dann eine Rezension geschrieben darüber, sowas, gell?
Genau, das Magazin kam dann dran. Also war das schon zeitlich das Tartuff, da war ich ja zeitlich schon wieder verschoben eben, genau. Ja, vorher haben wir anderen Kram gemacht da. Ja, gut, ich habe nichts gesagt, weil du Nullnummer gesagt hast. Ja, hätte ja sein können, dass das die Nullnummer nicht war. Nee, das war dann. Aber es war andersrum. Das Tartuff habe ich im Laden gesehen. Darüber habe ich den Bericht von dir gelesen, wie du begeistert warst von diesem Comic. Und du sagst, naja, wenn ich schon mal einen Fan habe, dann besuche ich den mal. Und wo konnte man den besuchen? Weil in dem Tartuff natürlich gleichzeitig auch stand, wir haben unseren Comic-Stammtisch neu gegründet, wir suchen noch Leute. Das war ja der zweite oder dritte Monat, es war noch ziemlich am Anfang. Ja? Ich glaube, dritte Monat oder sowas, dritte Treffen. Ihr habt ja noch Leute gesucht, da stand ja so irgendwie drin. War das, einen Fan hast du sicher, da gehst du mal hin. Einen Fan hast du sicher. Wie viele Jahre reden wir da? Bei mir sind wir 86, ja. Ja, unser 30-jähriger. 30 Jahre. Comic-Stammtisch. 30 Jahre Comic, ja, da kommt das her. Und ja, wie gesagt, da war irgendwie eine Podiumsdiskussion. Also ich war auch irgendwo unterwegs, rumgeschwirrt. Und irgendeiner sagt mir, der Horst Gotter ist da. Der Horst Gotter, der Zeichner von Janet. Hab ich gedacht, das war für mich auch so wie so eine Ehrung. Gell? Wenn ich, guck mal, einer, der so einen tollen Comic gezeichnet hat, der ist hier auf dem Stammtisch. Also, war jünger, man hat ja ganz andere Dimensionen da gehabt. Mhm. Gell? Und das war auch noch lange, bevor ich überhaupt irgendwann mal auf solche Festivals gegangen bin oder irgendwie Signierstunden, wo ich die Zeichner live erlebt habe. Ja. Konntest auch nichts recherchieren, halt mal schnell. Nee, du kannst auch nicht, nee, da war auch nichts, ja, gar nichts. Und jedenfalls, ich gucke dann unten, dann sehe ich, da sitzt einer, den ich nicht kenne, der muss es sein. Und dann gehe ich hin, sage ich, bist du der Horst Gotter? Dann dreht er sich um und sagt zu mir, bist du der Michael Marschall? Dann habe ich erst mal gestartet und gesagt, oi, der kennt mich. Ich dachte, scheiße, wieso, warum? Ja, und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ja, das war, ja. Aber es war nicht Auflage 1 damals. Das wäre dann lustig gewesen, aber das hatte damals 7000 der Auflage. Und technisch bedingt, mit dem Farbsatz, Litho, Kosten, war schon groß. Und das Besondere ist ja, es hat ja später, haben ja viele gesagt, weil ich selbst ja immer schon eigentlich so den Buchmarkt und das hochwertige Buch hat. Und Janet 1 ist ja eigentlich auf dünnerem Papier und etwas kleiner gedruckt. Das ist ja eine Kiosk, also das ist dann entsprechend der Harper-Kiosk-Ausgaben gewesen. War aber ursprünglich und deshalb war alle Litos schon gemacht und alles schon montiert war. Und das hat so viel Kosten gehabt, das war fürs Kiosk eigentlich gedacht. Und ich hatte damals einen Kioskvertrieb, der hatte mir ein Angebot geschrieben, also das machst du. Und kaum wollte ich in Druck gehen, hat er das zurückgezogen. Keine Ahnung, wie das damals, das weiß ich heute auch nicht mehr, entstanden ist. Jedenfalls auf einmal waren die doppelten Kosten. Ich hätte Geld versenkt wie verrückt. Und da habe ich ganz kurzfristig diese Retourkutsche gezogen. Habe ich halt mich kundig gemacht damals, was soll ich, Gelbe Seiten, Riedel und Krebs, Frankfurt, Comic-Vertrieb. Und ich habe gesagt, dann machst du es, du druckst es, aber du gehst in den Buchhandel, gehst zu einem anderen Vertrieb und dann habe ich noch schnell das Cover neu gedruckt mit eben 12,80, weil das hätte sonst eben 5,80 oder 6,80 gekostet. Deshalb ist es auch so ein Buch, wo man sagt, eigentlich ist es für 12,80 eher schon zu teuer, weil es eigentlich vom Papier, von dem Material eher an eine Kioskausgabe erinnert. Aber es war dann eben auch durch das, der Neudruck vom Cover war das dann so, oder die neue Druck war noch nicht fertig, aber die Litho war schon gemacht. Die Neulithografierung, der neue Preis, alles mögliche, ein bisschen anders von der Machart. Und deshalb war diese Entscheidung, dann in den Buchhandel zu gehen. Und deshalb ist es nicht konform mit dem zweiten Band schon, weil der zweite war ja dann schon quasi Carlsen-Format und Carlsen-Erscheinung. Und das war eigentlich das, was ursprünglich dann sofort klar war. Dickes Umschlagspapier. Du hast, glaube ich, den zweiten sogar schon in Soft und Hardcover, glaube ich, gemacht. Ja. Da gibt es die Anekdote, da habe ich 333 Stück gemacht und in 3 Stunden verkauft. Das war das erste Mal in Erlangen. Dann bin ich mit meinen Hardcover-Büchern hin und da habe ich mit jemandem den Stand geteilt und gesagt, ich mache einen halben Tag und du machst einen halben Tag. Nicht, weil wir jetzt irgendwie gedacht haben, wir brauchen nicht länger, sondern wir haben eigentlich gedacht, wir sparen Geld. Und tatsächlich habe ich nach 2-3 Stunden habe ich zu ihm gesagt, du kannst den Stand für den Rest haben. Ich habe alles verkauft. Da war die ganze Hardcover-Auflage verkauft. Das Lustige war, ausgelöst war das der erste Händler, der dann halt gesagt hat, ich nehme 10. Und da stand der nächste Händler und gesagt, ich nehme 20. Na, da hat er gesagt, dann nehme ich 30, der 40. Und ein Händler hat 60 Stück genommen. Und je mehr, ich habe da gezeichnet und weil ich ja meine Bücher da signiert und gezeichnet habe und ich habe vielleicht die Zeit gebraucht, 6 oder 7 Zeichnungen zu machen und dann war alles weg. Und dann konnte ich auch nichts mehr. Und dann bin ich auch wieder heim, also ich bin den ganzen Tag da geblieben, aber abends bin ich dann wieder heimgefahren. Und das war mein erstes Erlangen.
drei Stunden lang in Stand gehabt und die Hardcover verkauft. Die fühlen sich gut, oder? Ja, Softcover hatte ich, weiß gar nicht, eine Handvoll mitgehabt, aber es war gar nicht das Ziel, sondern ich wollte ja eben irgendwo diese Gegenfinanzierung, diese Kalkulation machen, weil das andere ist dann ja über den Vertrieb gelaufen. Das ist auch eine schöne Anekdote, weil das erwähne ich gerade so in den letzten Wochen und Monaten immer, weil ja immer die Hardcover-Softcover-Diskussion ist, weil ja immer es heißt, heute ist ein Hardcover-Markt. Eigentlich kann ich sagen, der war ja vor 30 Jahren auch schon da, weil ich habe noch nie so schnell Hardcover verkauft. Die Softcover habe ich heute noch. Also nicht alle, aber ich habe immer noch welche. Du hast ja dann weitere Serien gemacht. Auch vorhin hattest du das Thema Funnies immer angesprochen. Da hast du ja auch eine Funny-Serie mal gemacht. Kannst du davon was berichten, wie es dazu kam? Ja, es war mein persönlicher Wunsch, war es ja schon immer, Funnies auch zu machen. Also das heißt, ich hatte immer gedacht, du machst eine realistische und eine Funny-Serie. Weil ich ja vorhin über Kindercomics und so schon, es war schon immer das, was ich nicht als Kindercomics empfinde. Das ist für mich Spirou Fantasio. Das ist für mich im Prinzip so eben Hergé, Demoscope und Asterix, weil es ja einfach dann in den Texten und in der Ansprache etwas höherwertig ist. Und deshalb habe ich mich in der Tradition auch gesagt, da machst du auch ein Funny. Aber nicht jetzt, wie gesagt, nicht im Sinne eines Kinderbuchs. Entstanden ist es aber dann ganz konkret letztendlich, weil der Verleger gesagt hat, was willst du als zweites machen? Also das heißt, letztendlich war ich ja bei Feest und hat im Prinzip er gesagt, was schwebt dir vor? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte immer schon Western machen. Das ist ja, wie gesagt, der Ursprung, wo das überhaupt mit dem Zeichnen herkommt. Aber da war überhaupt keine Rede davon. Dann hat er, glaube ich, damals auch vorgeschlagen, was es halt alles so auch, selbst Superhelden, weiß ich noch, war damals so einmal auf dem Tisch als Idee, den deutschen Superhelden. Das ist ja auch so, damals vor 20, 30 Jahren sind, haben ja ein paar andere auch mit der gestartet. Aber das war nicht mein Ding. Also das heißt, wenn einer Witsch gesagt hat, mach mal per Auftrag, hätte ich es wahrscheinlich gerne gemacht. Aber so mit einem persönlichen Ding war es nicht. Und dann habe ich gesagt, na ja, ein Funny schwebt mir immer vor. Und ich habe auch eine gute Idee. Und diese gute Idee ist ja das ist das Lustige eigentlich, in Janet entstanden, weil ich, der Ursprung kommt eigentlich aus der Piccolo-Szene. Die Piccolo-Szene ist damals auch auf mich aufmerksam geworden, das war dann eben 86, ging es los, 87, 88, das war die utopische Wellen, Hannover, HTC, Hannoveranische Comic Club Hannover. CCH, so rum, genau. Das waren dann die ersten wirklichen Auftraggeber. Die haben letztendlich von mir Seiten zeichnen lassen, Janet Kurzgeschichten, und die haben sie auch bezahlt. Die haben dann die es war nicht fürstlich, aber es war im Prinzip mal wirklich verlässliches Einkommen mit Comic. Und halt auch mit veröffentlichten Comic. Also, und auch kein Werbe. Also, ich habe vorher auch schon auf Werbeillustrationen und so im Comic-Bereich ja sehr viel gemacht, aber so aus meinem eigenen Material heraus und in den Kurzgeschichten habe ich Blödsinn erzählt. Das heißt, ich habe genau das Gegenteil gemacht der eigentlichen Geschichte, die ich sehr ernst genommen habe oder versucht habe, sehr ernst zu nehmen, habe ich da kurz Klamauk-Geschichten, also so Potpourris erzählt. Mhm. Und in dem einen Potpourri taucht eben der Jay Jetson, der kleine Roboter, auf, noch in Grau und läuft einfach so durch die Szene, hat gar keine große Handlung an sich. Der hat mir aber dann gleich so gut gefallen, dass ich daraus eine längere Kurzgeschichte gemacht habe, die wiederum, da spielt er quasi den Handlungsrahmen, also das heißt, er tut der eigentlichen Janet, der Figur aus meiner Science-Fiction-Serie, eigentlich die Handlung entreißen, beeinflusst die ganze Geschichte und dadurch war er für mich als Charakter schon da. Er war da und mit dem wollte ich dann noch weitere Geschichten erzählen und eben wie dann das Angebot war, machen Funny, dann klinke ich den doch einfach da raus. Also er war ja schon da, die Figur hat schon existiert, er hieß schon so, er hatte diesen Namen, er hatte diese Konstruktion, er war ein bisschen realistischer gezeichnet. Aber er war der groteske Part. Der Gedanke, den gibt es ja in anderen Science-Fiction-Serien auch, das kommt dann zum Beispiel, das hat mir immer sehr gut gefallen, aus der Idee, da hat er auch im Prinzip die Physiognomie, das war der Danny Futuro, wo ja auch immer zwischen Funny und Realistik immer so kleine Roboterchen irgendwelche Szenen spielt. Gab es auch in anderen Comics, wo er einfach Charaktere irgendwie eine lustigen Party bei Tim und Struppi wiederholt. Das ist Star Wars auch im Prinzip C3D. Genau, sowas. Also es ist ja keine geniale Idee. Letztendlich schwebte das überall mit. Aber da kommt das her. Und wenn der Comic-Club das da zum Beispiel nicht gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich nicht entstanden. Also der ist einfach innerhalb dieser Reihe entstanden und da habe ich den rausgeklinkt. Lustigerweise, um das vielleicht schnell noch zu sagen, ist ja genau dieses Album
im Staubsauger durch die Galaxis. Du kennst das ja wahrscheinlich, den Dummy. Da stehe ich sogar als Texter mit drin. Genau. Da hat der Michael auch gesagt, ich brauche jetzt noch irgendwie, um das zu machen, noch ein bisschen auch Texter und Leute und Ideengeber. Mal, lass uns einfach ein paar groteske Geschichten machen. Aber dieses Album ist leider nie erschienen, weil das wollte der Alphalag machen. Mhm. Jeder kennt ihn, heute ist er wieder da. Und der war damals Feuer und Flamme. Und für mich war aber Bedingung bei diesen Geschichten im Albenformat, dass es halt auch farbig ist. Und der Alphalag hatte schon 2, 3 Alben auf dem Markt, da war alles schwarz-weiß. Und er hatte sich da wohl irgendwie mit der Farbkalkulation ein bisschen verschätzt, weil der rief mich dann irgendwann mal an und sagt, es tut mir leid, das krieg ich nicht gebacken. Er hat sich das irgendwie günstiger vorgestellt. Und leider ist das dadurch mehr oder weniger bis heute auf Eis. Irgendwann mal möchte ich diese Geschichte auch, und wenn man sie vielleicht mal in Zack oder was bringt, weil die ist eigentlich auch ein 16-Seite, ist es eigentlich auch wert, mal irgendwann mal irgendwo abgedruckt zu werden. Aber es war halt immer auch nur ein Teil der Kurzgeschichten-Potpourris als Album. Es war nie für ein Magazin gedacht. Das ist jetzt das Nature Gate oder was dann oder die andere Sache. Genau, das Nature Gate, das war Nature Gate ist ja das, wo er auftritt. Genau, das ist die erste lange Geschichte. In Piccolo ist er das erste Mal nur durch die Szene gelaufen und in Nature Gate übernimmt er die Handlung quasi. Ich kann mich auch noch erinnern an Postkarten mit Janet, in der auch mehrere von diesen Robotern vorkamen. Die waren aber dann damals, glaube ich, noch in Blau, oder? Ganz am Anfang grau. Grau und dann war er orange. Und ja, dann ist er blau-grau geworden. Ach so, um was? Das Orange war im ersten Album, da war richtig. Orange. Da weil er dann richtig der Kopf wie ein Hamburger. Das war das Lied. Ja, weil ich musste mir eine Geschichte überlegen, wie der überhaupt entstanden ist. Und das entstanden ist er ja als Idee aus einem Potpourri, also in der Spielzeugabteilung, in der Blitz eingeschlagen hat und in dem einfach aus verschiedenen Grundelementen als Spielsachen, das sind Donuts als Ringe und Dings, der ist einfach daraus entstanden. Der sah dann im Prinzip wie so ein zusammengewürfeltes, ein fiktives Kunstkonstrukt, weil er ja lebt, warum lebt denn diese Figur? Und der Freiling ist ja damit erst einmal die Funny-Figur geworden. Vorher war er ja nichts anderes als eine Charaktere in der realistischen Serie. Und somit ist er ja da eine eigenständige Figur und deshalb hat er das Redesign auch gehabt. Und die blaugraue Version, die ist ja entstanden durch Zeichner von Minimenschen, Serron. Serron hat, wir haben einmal einen Titelbildtausch gemacht. Ich habe mal für Serron hat für mich mal eine Zeichnung gemacht, ich habe sie koloriert und ich habe mal für ihn eine Zeichnung gemacht. Und die haben wir damals in einem Magazin. Die erste Geschichte, aber die Titelbilder, das war so, ich habe für Serron meinen Jay Chetson und seinen, den Renault als Figur gezeichnet und er hat seinen Renault und meinen Jay Chetson nebendran gezeichnet. Wir haben einfach mal Charaktere-Tausch gemacht. Und das war eigentlich von unserer Seite, das habe ich bezahlt, eine Auftragarbeit für das Comicograph-Magazin. Da haben wir damals einen sehr guten. Ja, das Cover von Comicograph haben wir ja noch, das Renault-Cover. Also das Cover, da ist ja, glaube ich, die Cécile sogar drauf. Von Serron. Richtig, dadurch ist das zustande gekommen, genau. Und dadurch haben wir dann die Charaktere-Tausch gemacht, weil ich ihm den Auftrag für dieses Titelbild gegeben habe. So, und dadurch, um das zu machen, sind wir aber nach Frankreich gefahren. Das war doch der Zeitpunkt, wo ich den Georg Tempel da kennengelernt habe, beziehungsweise er damals zu mir kam, Interview gemacht hat, dann sind wir zum Serron gefahren, weil wir in dem Magazin einen großen Serron-Artikel machen wollten. Und da haben wir uns, haben wir das mal so ein Stündchen über unsere beiden Charaktere ausgetauscht. Und er hat halt gesagt, ich habe das dann halt später, das ist ja dann in Blaugrau ist er ja nie als Buch erschienen. Im Buch ist er immer noch orange, im letzten erschienenen Buch. Und dann hat er gesagt, ein Roboter, der orange ist, das ist so grotesk. Er hat mal viel erklärt über die Erwartungshaltung der anderen, dass man also zwar besondere Charaktere formen muss, aber irgendwo noch die Konvention beachten muss. Und dann habe ich 15 Jahre lang wieder in Blaugrau, also in Metall quasi gezeichnet. Vorher war er für mich ja in der Spielzeugabteilung eben ein Kunstprodukt nicht metallischer Art. Er sah zwar aus wie ein Roboter, aber er ist praktisch ja durch eine Verschmelzung, er ist ja entstanden durch einen Blitz, durch eine göttliche Fügung in einer gewissen Art und Weise. Ja, 15 Jahre hast du den gezeichnet noch. Was hast du denn da noch alles gezeichnet für die Schublade, was da nicht mehr für erschienen ist? Da ist einiges. Es gibt ja damals, also wir haben ja dann von Jay Chetson 2 Alben bei Face und Herber gehabt. Und das 3. Album haben wir angefangen, das habe ich mit Björn Perthoff, der hat zusammen gemacht. Und da haben wir 15, Audi hat da mitgemacht. Stammtisch. Und da haben wir 15, 20 Seiten gezeichnet. Und dann ist ja Ehapa da aus dem Funny ausgestiegen, hat gesagt, wollen sie nicht machen mehr. Und dann haben wir das eingestellt. Diese 15, 20 Seiten sind, und die ganze Story ist ja auch als Storyline fertig. Also das Album wäre ja auch erschienen, also von unserer Seite. Aber
ich habe mich halt da belatschen lassen, was Neues zu starten. Und ich bin dann da ausgestiegen und habe dann, weil das war ja mein Wechsel von Feest zu Ehapa, und da war es ja dann alles, was vorher einfach war, kompliziert, weil der Verlag ständig neue Ideen hatte. Das hieß ja da so quasi, mach nicht die Janet, mach einen Funny. Machst den Funny nicht, machst einen Western. Damals habe ich mich zusammengetan mit Peter Deibenzeuer, der für Ehapa übersetzt hat. Und da haben wir einen Western, da habe ich 15, 20 Seiten gezeichnet. Ehapa vorgelegt, die waren begeistert, ich habe ein bisschen weitergezeichnet. Und irgendwann mal, nee, Western ist out, mach kein Ding. Und dann wollten sie, glaube ich, Fantasy irgendwann. Ja, die Erfahrung hat Michael Musal damals auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, das macht da gar keinen Sinn mehr, weil wir haben uns viel drüber erhalten, dass man was aufbauen muss, dass man ein zweites, ein drittes, ein viertes Album, eine Figur muss man überhaupt erstmal einführen. Ja? Also wenn man immer so einen Seriengedanken halt auch dahinter hat. Und da habe ich gesagt, ihr versenkt, ihr schafft nichts Neues, ihr versenkt das. Wenn ihr alle zwei, drei Jahre was Neues haben, weil so schnell kann ein Künstler nicht immer wieder was aufbauen. Und da habe ich halt gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Dann habe ich den Cherry Chats 5, 6 Jahre liegen lassen. Also von wegen Blau-Graue gibt es auch in der Comicline, aber er ist nie veröffentlicht worden als Album. Ich habe dann wieder angefangen, 4, 5 Jahre später, den Cherry Chats für mich wieder alleine, weil ich wollte nicht das, wo der Björn mitgearbeitet hat, einfach jetzt quasi auf seiner Basis weiterarbeiten, weil der Björn auch sehr viel gezeichnet hat in dem dritten. Und ich gesagt habe, dann machst du das wieder ganz alleine. Ist ja wieder keine, weil das vorher war ja eine Studioarbeit, das war dann alle. Deshalb habe ich gesagt, da fängst du gleich mit dem vierten Album an, das dritte ist jetzt quasi in die Schublade geschoben. Ob es das jemals geben wird, ist ja auch nicht vollendet. Und das vierte sollte und ist jetzt quasi das, was ich dann mal irgendwann mal bringen wollte. Der ganzen Geschichte ist aber der Erfolg jetzt von Splitter entgegengekommen, weil eigentlich war geplant, wir haben ja oft drüber geredet, wann bringst du das? Hab ich gesagt, das ist eigentlich nur noch 1 oder 2 Monate Arbeit und dann wäre schätzen, dass die vierte Geschichte als drittes Album quasi dann erschien. Aber das wäre doch jetzt was für eine Gesamtausgabe für die 10 Jahre gewesen. Wir haben es ja überlegt, aber ich krieg diese Arbeitszeit. Der hatte halt sein Dings, sein Indigo schon für Carlsen ja damals überarbeitet. Der hat diese ganze Überarbeitung ja vor Splitter gemacht. Und deshalb haben wir gesagt, na gut, dann Indigo passt rein in die 10-Jahres-Edition. Haben wir sehr kurzfristig entschieden, aber mein Material, ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Ja. Sag doch noch mal kurz was, apropos Jerry Jetson, die Verbindung Jerry Jetson und Andy Marger. Das musst du einfach noch mal sagen, die Geschichte. Die Geschichte des... Es ist ja eigentlich sehr viel Parodie auf Andy Morgan, eigentlich in einem Funny. Ja gut, das war dann die Grundidee bei Jay Jetson als ganze Serie. Jay Jetson sollte eigentlich nichts anderes sein als dieser kleine verrückte Roboter, der Abenteuer erlebt, die eigentlich die Abenteuer anderer Geschichten sind. Das heißt, ich habe letztendlich eine andere Geschichte adaptiert, habe also so wie in meiner Nature Gate Geschichte, Jerry Jetson quasi, das war die Grundidee, immer in die Handlung reinkommt und dann quasi die chaotische Führung der Handlung übernimmt, so sollte es in Jerry Jetson Geschichten immer so sein, dass es eigentlich eine Grundhandlung gibt und der Jerry Jetson eigentlich irgendwo immer parallel die Handlung eines anderen Albums macht. Und das ist im Prinzip bei Andy Morgan ist es einfach das Abenteuer mit dem Shantung, mit dem General Shantung, der in der Geschichte ja immer eine Rolle spielt und immer auch der Bösewicht ist, aber der Jay Jetson seine Art der Geschichte erlebt und der Shantung quasi der andere ist. Und der Kollisionspunkt ist der, dass es in den Geschichten ja dann immer so die 10, 20 Panels gibt, die komplett parallel sind. Also das heißt, wo man wirklich die Originalgeschichte, manchmal ein paar Sätzen sogar den Originaldialog aus der anderen Geschichte quasi da mit eingepflanzt ist. Also dass immer, wenn einer das Originalalbum kennt, das andere, dann irgendwann mal mitten im Lesen sagt, das kenne ich doch. Also wird so richtig eingeführt und dann, ach ja. Und dann kommen genau diese Szenen. Es sind also immer dieselben Schlüsselszenen, die dann auch in dem anderen Album da ist. Und das ist beim zweiten Album ist es ja genauso. Da haben wir es halt mit Jeremiah gemacht. Das war so eine Grundidee immer, dass man, das war konzeptionell, dass man halt auch wieder die Fans von anderen Serien, die dann alles von diesem Künstler oder alles so einfach sagen, oh, das will ich mal sehen, wie er das gelöst hat. Aber es ist ja nach 2 erschienenen Alben jetzt nicht, dass man sagen kann, es ist, wie soll ich sagen, groß transparent nach draußen. Wer Insider ist, sieht das. Ja? Also Andy Morgan ist drin, im zweiten Jeremiah, im dritten war da auch wieder was drin und im vierten ist jetzt auch wieder eine, würde ich jetzt nicht verraten, weil das soll man ja... Nein, ganz, ganz andere Serie. Würde man auch sofort erkennen, aber ich würde es jetzt vorher nicht verraten. Das soll ja, wenn einer liest, wenn es mal wirklich erscheint, soll es einer im Lesen dann merken und nicht vorher wissen. Das war eine grundkonzeptionelle Idee.
aber auch wieder natürlich zu Ehren der, die ich halt ehre auch. Das wäre da ganz klar gewesen, dass das vielleicht 5, 6 verschiedene Künstler gewesen wären, denen zu Ehren ich das auch wieder gemacht habe. Das ist auch das, was mir grundsätzlich ja auch meistens Spaß macht, so diese Verbindung zu suchen, weil das so eine persönliche, ich möchte einfach das Feeling aufbauen, dass es irgendwas mit mir zu tun hat. Dann ist es mir auch irgendwie persönlich mehr wert. Wenn es von draußen gar nicht so erkannt wird, ist es mir gar nicht so wichtig. Ja, der Meißel hat schon wieder seinen Zettel geschrieben. Ich habe immer noch den Zettel, ich konnte ja, jetzt streichen. Willst du den noch ein bisschen? Soll ich den mal schnell durcharbeiten? Genau. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Splitter aktuell ein. Genau, das hängt auch, das eine hängt mit dem anderen auch zusammen. Gut, also die eine perfekt. Frage, hast du es aus? Nein. Okay. Alles was fragst du denn? Ich dauernd ein Ding rumschraubst. Ja, lass mich doch schrauben. Achso, wir wollen ja das Niveau nicht. Ja, also, die eine Frage, die auch immer wieder mal in Comicform oder so vorkommt, wo du dich auch gerne bei Diskussionen auch beteiligst. Hardcover versus Softcover. Nein, Magazin. Magazin. Splitter, es gab früher mal Splitter-Magazin, hat damals auch mit Sicherheit viel dazu beigetragen, dass der Verlag bekannt wurde. Ja, ich glaube, er hat sogar mit Magazin angefangen vor den Alben. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, warst veröffentlicht im Comicspiegel der glorreichen Face-Zeit und Dirk war in Magic Attack natürlich federführend auch drin. Wie sieht es bei euch aus? Es gibt das Comic-Magazin, das aber eigentlich ja nichts anderes ist als eine Werbebroschüre für eure drei zusammengelegten oder parallel geführten Verlage da. Wie sieht das aus? Gibt's eine Grundidee, die in dir schlummert? Es gibt ja jetzt außer Zack, gibt es ja auch noch Zacko jetzt ganz neu. Gibt es vielleicht irgendwann mal einen Zack Horst oder so? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Es ist ganz einfach. Ja, gerade wir beide, weil wir beide ja so diesen gemeinsamen Zack-Bezug haben. Es ist ja so, Splitter ist ja nicht 100% Horst, sondern Splitter ist die Mischung aus dem, was wir eben aus unserem Dreier-Konglomerat da geformt haben. Und ist in der Tradition ja mehr Splitter, also Splitter alt. Und ist vor allen Dingen ja letztendlich, wenn man den Ursprung sieht, ist das ja mehr Schwermetall, mehr Heavy Metal. Es ist ja nicht wirklich Zack Abenteuer in dem Sinne. Das ist so ein bisschen mehr die, also wir haben viel mehr Stoff, der an die 80er erinnert, als jetzt, was ich an die 60er, 70er. Wobei das jetzt nicht konsequent, wie soll ich sagen, so geformt oder gewollt ist, sondern wir bringen ja auch Klassiker, weil wir ja natürlich auch Kinder dieser Zeit oder dieser Ära sind. Daraus entsteht aber, wie soll ich sagen, eine Orientierung. Und wenn wir so etwas machen müssten, damit es konform mit Splitter läuft, also es geht jetzt erst der Grundgedanke, ob Splitter sowas machen, dann müsste das im Prinzip Heavy Metal sein, Metall oder Sperrmetall. Das wäre die eigentliche Logik daraus. Also weil wir eigentlich jetzt nicht der Zack-Verlag in dem klassischen Sinne sind. Deshalb ist es, die Anlehnung wäre dann praktisch schon mehr Science-Fiction-Fantasy. Die Anlehnung wäre im Prinzip auch, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, dass ich Erwachsenen-Comic mit Comics groß geworden bin, dass ich mit Comics quasi aufgeklärt worden bin. Und ganz typisch ist ja auch, das definiere ich durch das ganze Leben, durch Erwachsenen-Comics. Und Splitter-Comics sind, na, ich sag mal, ich will jetzt keine Werbung machen, damit sie morgen nicht erst im Regal gerissen werden, aber in 80% unserer Comics sind die handelnden Personen irgendwann mal nackt oder haben Geschlechtsverkehr. Das ist bei uns, das gehört zum Leben dazu und das ist ein ganz normaler Standard bei uns. Da wird überhaupt nicht lang drüber geredet, da wird nicht drüber nachgedacht. Wir müssen die Welt nicht mehr revolutionieren, sondern das ist das, was aus dieser Revolution entstanden ist. Also so wie ein Möbius als Beispiel eben mit dem Gedanken, in dem Erzählerischen, als Chiron nicht mehr einverstanden war und gesagt hat, ich muss die 70er, 80er einfach neue Formen, so müssten wir da dran gehen. Also das heißt, wir müssten, wenn wir uns treu bleiben, ein Metallolan machen im Prinzip. So, was würde daraus entstehen? Es hätte natürlich schon einen guten Namen. Soviel ich weiß, ist aber der Name nicht frei. Also wir haben da bei der Dings ja schon mal irgendwann mal auch nachgefragt. Soviel ich weiß, hat jemand vor ein paar Jahren den Namen wieder rechtlich sich gesichert. Also müssten wir bei dem nachfragen, ob wir dafür, daran ist ja auch Zack alt oder Zack neu, immer wieder gescheitert, weil da standen ja damals diese 1000 D-Mark pro Monat. Ich war ja bei Fest, wie die damals wieder, Georg Tempel, dieses Zack wieder starten wollte. Im Rahmen und dann waren die Rechteinhaber. Dann zum Comicspiegel praktisch. Die wollten da ja, glaube ich, 1000 D-Mark pro Monat haben für jede Ausgabe. Und wenn man heute sowas wieder einkaufen muss, ist das schon wieder eine Belastung, die steckt da nicht drin. Das glaube ich. Also glaube ich im Moment an so einen Klassikernamen eigentlich nicht. So, würde man jetzt einen neuen Namen machen? Und ich bin ja bei allem, was ich tue, neben der Liebhaberei, bin ich auch Pragmatiker.
bin also schon einer, der sehr realistisch versucht, den Markt zu beurteilen. Und ich glaube, das würde selbst Splitter nicht schaffen, dass wir ein Magazin kreieren, das zwar vielen Leuten gefallen würde, aber das ist die Funktion, und das ist jetzt ganz wichtig, die Funktion nicht erfüllt. Es gibt diese viele Diskussionen, dass der aktuelle Albenmarkt ja nur daraus lebt, dass es die Magazine gegeben hat. Dass also praktisch viele, gerade die Klassikerkäufer, letztendlich aus einer Generation kommen, wo man halt mit 100.000 oder sonstiger Auflage am Kiosk war und damit eine Basis geschaffen hat, um halt 5.000 oder 10.000 Alben in so einem Segment verkaufen zu können. Das ist richtig. Aber wenn das damals schon gegolten hat, das Gesetz, vor 30 Jahren, dann gilt das heute noch umso mehr, weil du heute noch mehr oder noch schneller Käufer verlierst als gewinnst im Wettbewerb, weil es mehr Konkurrenz gibt, auch von anderen Medienbereichen. Das heißt also, ein modernes Magazin, das für Splitter, ob das für andere Verlage gilt, muss jeder Verlag für sich sagen, für Splitter Sinn macht, muss Minimum 50.000 verkaufen. Das heißt, 100 bis 150.000 der Auflage am Kiosk. Was sollen wir, also Splitter jetzt als Verlag, da reinbringen? Wenn wir ein Zack machen, ein altes Zack, in der alten Auflage, bringen wir noch nicht mal 10% unseres Programms da unter. Das heißt, es müsste wöchentlich erscheinen, es müsste 100 bis 150 Seiten haben und 150.000 Auflage. Erst dann, und 50.000 verkaufen, erst dann würde es die Funktion, die eigentliche Funktion, dass nämlich 10% der Kioskkäufer am Schluss auch Albenkäufer werden. Weil das ist das, was damals genauso war, was immer ist. Die haben damals auch 5.000 Alben verkauft, wenn sie 50.000 von dem und der Serie verkauft haben. Vielleicht haben sie mal 10.000 oder 20.000, weil vielleicht 100.000 oder 200.000, also ich sage jetzt nur symbolisch 1 zu 10, das ist jetzt nicht fix, die Zahl. Aber ein Magazin, das heute 5.000 oder 10.000 Stück verkauft, ich will dem auch nicht dann den Erfolg, auch den heutigen Magazin, ich will den Erfolg so nicht absprechen, dass ich sage, die sind nicht erfolgreich, weil sie für sich in ihrem Universum ja auch erscheinen. Das neue Zack ist ja jetzt schon genauso länger auf dem Markt wie das alte. Und es ist auch, aber es richtet sich auch an ein erwachsenes Publikum. Wenn du die Serien heute siehst, die der Georg als Chefredakteur so einkauft, das ist sehr viel aus dem italienischen, spanischen Bereich auch. Also das, wenn du jetzt in der aktuellen Ausgabe gibst, es sind eigentlich auch immer Serien drin, der eben auch nackte Haut gezeigt wird, ganz klar, weil es eben auch moderne Storys sind, auch moderne Zeichner. Ja. Es läuft auf derselben Linie, es spricht dieselbe Klientel an, aber es ist halt eben nicht der Samen, den man da bräuchte. Das befruchtet da nichts. Das ist, wenn wir aus einer, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 5.000 verkauft, zack, oder was weiß ich, wenn es diese Zahl so stimmt, 500 Käufer für ein Album generieren, ist es einfach zu wenig. Und wie gesagt, es kommt die Frage, was bringe ich unter? Für uns, dafür sind wir zu groß. Wenn wir, das kann für einen kleinen Verlag, also so, ob er das stemmen kann, ist was anderes. Aber für einen kleineren Verlag kann ein Magazin mehr Sinn machen als für uns. Es ist auch, leider muss ich das immer sagen, Splitter schon so groß, dass wir viele Aktionen, die auch gerade im Fandom-Bereich einfach als Gutwill gedacht sind, für uns dann zu klein geworden sind. Wenn unser Katalog, wir gehen mit den Katalogen mit 20.000 bis 25.000 der Auflage raus, das ist zweimal im Jahr, das sind 50.000 als Verteiler. Wir machen die Comic.de mit 40.000, 50.000 jetzt, das ist ja die nächste Frage nach dem Magazin. Das ist auch der Grund, warum es so läuft. Das geht um die reine Auflage erst einmal. Das heißt, für uns machen Stückzahlen unter 50.000 eigentlich keinen Sinn. Das ist das Problem, was wir haben. Das ist dann nicht mehr die Liebhaberei, das ist dann das zwingende Konstrukt des Business. Das macht sonst keinen Sinn für uns. Wir würden uns nur kleiner machen statt größer. Und wie gesagt, was bringen wir rein? Das wäre das Nächste. Das ist ganz, ganz kritisch, meiner Meinung nach. Weil, wenn wir, also man muss es, oder ich mache gerne den Bezug zum alten Zack. Das alte Zack mit 52 Seiten wöchentlich und dann ein Album irgendwann neben dran gestellt. Vor allen Dingen dann auch die Krise von Zack. Zack ist in die Krise gekommen, sobald sie selbst Alben produziert hat, muss man ja auch sehen. Weil viele Leute nachher irgendwann gesagt haben, ich kann ja gleich das Album kaufen, ich muss ja das Magazin nicht kaufen. Das ist nämlich auch die Frage, die dann im Raum steht, weil wir haben ja auch was zu verteidigen, sprich unsere Albenverkäufe und wieder die Magazinverkäufe versus. Also diese Koexistenz hat es ja so gar nicht gegeben in Harmonie. Das Zack hat damals am besten abgespult, 72, 73, 74, wie es einfach ohne Konkurrenz war in dem Bereich. Ne? Wie später immer mehr Alben erschienen sind, war das Zack ja auch schon wieder ein bisschen in der Krise. Nicht mal unbedingt, dass die Verkaufszahlen zu schlecht sind, aber man hat ja auch damals gesagt, wir haben kein Material mehr, ganz groß, das war die große alte Zack-Krise. Nicht mal die reine Stückzahl, sondern wer produziert uns eigentlich das Material, was wir so schnell veröffentlichen? So, und da sind wir jetzt eben bei uns. Wir wüssten ja gar nicht, was wir machen sollen. Wenn wir eine Serie haben, die wir gerne bringen, und die bringen wir jetzt, nehmen wir mal ganz normal, eine unserer guten Serien laufen, die sind zweimonatlich, haben wir ja vieles. Das müssten wir ja in Zack 80%
dieser Serie reinbringen. Und dann wäre es das gewesen. Da würden die Leute sagen, was bringt ihr denn noch aus eurem Programm? Mit jeder weiteren Serie. Und nur da macht Magazingedanke auch Sinn mit Serien. Also Kurzgeschichten und Einzelgeschichten ist nicht, kann man machen, so um mal 10 Seiten zu füllen. Also im Magazin selbst macht das Sinn als Konzept. Aber als Serienkonzept macht es keinen Sinn. Und dann steht man da und dann hat man die Situation, dass wir ja praktisch, sobald wir eine andere Serie reinnehmen, müssen wir die wieder rausnehmen. Haben wir 500 Leute begeistert, haben wir 500 enttäuscht. Und zwar nicht einmal, sondern 10, 20 Mal hintereinander, weil wir ja dann die Serie drin haben. Weil unsere Bücher erscheinen sehr, sehr schnell. Jetzt kann man ja sagen, macht das mit diesen Büchern langsamer. Kann man ja sagen. Aber das ist nicht mehr die Gegenwart. Die Gegenwart ist so schnell. Jetzt kommt eben mein Bezug zu dem alten Zack. Ich rechne mittlerweile ja auch nicht mehr in Titel, sondern ich rechne für mich halt in Seitenzahlen. Jeder, der mit mir spricht, weiß das auch, dass ich das sehr gerne sage. Wir kommen jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr unter 1500 Seiten pro Monat. In der Regel sind wir bei 1800. Das ist der Durchschnitt, was ich pro Monat an Comic-Seiten produziere. Und wenn man die Seitenzahl jetzt in ein Magazin umrechnet, das alte Zack, dann kann man sich ausrechnen, dass wir quasi täglich erscheinen müssten. Also wenn wir sagen zum Beispiel, unser Programm gäbe es komplett in Magazinform und in Buchform. Weil das alte Zack hat damals maximal 200 Seiten im Monat produziert, mit allen Sonderausgaben. Ich glaube, das reicht mir jetzt schon als Antwort. Das war sehr ausführlich, auch sehr bildlich zu verstehen. Ja. Du hast es auch eben aus die Augen aufgemacht, aber das machen sich wenigstens Gedanken, 1800 Seiten. Ja, das ist richtig, das ist sehr viel Zeug. Ja. Jetzt musst du bei euch schon überlegen. Ich meine, gut, ihr habt auch noch ein bisschen Backlist zu bearbeiten. Ich weiß nicht, was ihr da macht, ob ihr da einfach nur die Druckaufträge rausgebt oder ob ihr da auch nochmal korrigiert. Ja, unsere alte Druckerei ja zum Beispiel, nur mal als Gedanke, letztes Jahr ja insolvent gegangen ist, heißt für mich jede Zweitauflage, und den Monat habe ich 6 Stück, heißt für mich dieselbe Arbeit wie Erstauflage, für mich jetzt gesehen, weil ich muss alles neu, die Daten neu, ich muss sie hinschicken, ich muss einfach. Also für mich ist es keine Frage, ist auch für mich nicht, ich bin derjenige, der sowieso, ich habe diesen Monat 23, ich habe letzten Monat, wir haben jetzt 21, 20, 21, 23, das waren jetzt die Titel, aber 23 Bücher, wir haben ja Bücher mit 300, 400 Seiten. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn das auf 48 Seiten runter, ein klassisches Album, ja, kommen wir auf 50, 60 Alben. Bis zu 60 Alben in einem Monat, 2 Stück pro Tag, pro Werktag, wenn da 20 Arbeitstage drin sind, bis zu 3 Alben an einem Tag, von der Seitenzahl her. Jetzt will ich noch mal eine andere Frage stellen, und zwar, das ist was mir natürlich am Herzen liegt. Ich habe jetzt gesehen, bei Thunfisch ist angekündigt Agent 327. Eine meiner Lieblingsserien, die früher auch mal bei EHBA erschienen sind. Ja, ich verfolge ja das seit auch mittlerweile 7 Jahren, das neue Epo, das 14-tägige Magazin in Holland, das sich überraschenderweise noch gut hält. Und das ja im Verlag erscheint, der sich Don Lawrence Collection nennt, ja, weil der Herausgeber halt ein großer Fan dieser Arbeit von Don Lawrence war, speziell eben Storm. Ja, ja klar. Und der Rob van Bavel, ja. Ich will gar nicht sagen, wie das dazu kam, dass Storm jetzt eben dann irgendwann von EHBA zu Splitter gewechselt ist. Aber ihr habt damit ja einen guten Fang gemacht. Und habt damit auch jetzt die Möglichkeit, auf das Material dieses Verlages auch zuzugreifen. Ja. Jetzt hat kürzlich ist gerade der Presse gewesen, Holland, dass diese Don Lawrence Collection eben diese Oetker Vriel einen anderen Verlag gekauft hat, bei dem eben der Agent 327 erschienen ist. Ja, was mit Sicherheit euch das erleichtert hat, bei Thunfisch die Rechte halt so schnell zu kriegen. Ist ja auch Autorenpflege. Martin Lodeweig ist ja auch genauso Texter von Storm. Wie sind denn da eure Pläne? Wollt ihr da noch mehr auf holländisches Material gehen? Ist es eher nur, naja, die Serien, die schon etabliert sind, oder habt ihr auch vor, dieses Feld auch nochmal ein bisschen neu zu beackern, weil das wird ja doch sehr sträflich, meiner Meinung nach sträflich vernachlässigt in Deutschland. Ja, also es gibt verschiedene Ansätze, warum es Sinn macht, nach Holland zu schauen. Es gibt Ansätze, warum es weniger Sinn macht. Erst einmal die Zusammenarbeit. Mit Rob van Bavel sind wir ja damals, ich sag mal, phänomenal reingestartet, weil wir hatten ja auch wieder ein Konzept. Das heißt, wir sind mit der Idee über den Storm, über die Auflage, die Umsätze, das Konzeptionelle, wie wir es begleiten, was wir ja machen. Diese Collectors Edition an sich, eben mit den Kunstdrucken, die Schuber, das sind ja alles so begleitende Sachen. Und auch vor allen Dingen bei Storm war ja auch die Figurenedition, das sollte ja mit die aufwendigste überhaupt von allen werden. Wir sind mit all diesen Ideen rübergefahren, die ja alle, wenn sie
sich realisieren auf dem Markt, ja, alle Umsatz bedeuten, alle aufmerksam bedeuten. Da sind wir, und weil wir ja auch persönlich halt da waren, also wirklich den ganzen Tag, der Dirk und ich sind da rübergefahren, haben mit dem 10 Stunden da gesessen und sind alles durchgegangen, von Anfang bis Ende, von der Idee, also wirklich von dem konzeptionell, von der Machbarkeit, wie man welche Qualitäten erreichen kann, haben logischerweise auch unsere Bücher als Muster, viele, viele Sachen, die dann alle sehr gut bei ihm angekommen sind. Und wir sind quasi ja mit dem Wissen der Zusammenarbeit auch heimgefahren. Waren uns ja nicht sicher, ob es klappt, aber er war von uns begeistert, wir waren von ihm begeistert. Es gab dann aber auch eine Phase, wo die Begeisterung nicht mehr so groß war, weil sich halt, das ist vielleicht zeithistorisch zu erklären, dass sich im Prinzip ja Rob von Babel irgendwie noch viel, viel mehr Erfolg für Deutschland vorgestellt hat. Es ist noch nicht mal wirklich bezogen auf Storm, sondern er hat ja gemeint, im Windschatten von Storm könnte er Auflagen in Deutschland auch verkaufen von anderen Seen, die er halt unter der Fittiche hat. Das heißt also, wir haben halt immer diesen Annäherungsprozess gehabt. Als Phase, ich nenne, also Phase 1 war der erfolgreiche Start. Der war von allen begeistert. Storm ist wunderbar reingestartet in den Markt. Van Babel war begeistert, wir waren begeistert. Aber es kam da die Phase, wo halt der Gedanke war, in dem Kanal fließt halt alles Mögliche mit. Und da musste halt wahrscheinlich mehr er wie wir, also Rob van Babel, lernen, dass der deutsche Markt halt eher schwieriger als der holländische ist. Also in jedem Fall schon wieder kleiner, auch weniger Verkaufsstellen hat und dass es das Verkaufsargument bei uns natürlich auch mit den Verkaufsstellen zu tun hat und mit dem Bekanntheitsgrad. Also unbekanntes Material in 5.000 oder 10.000er Auflage einfach zu drucken und zu hoffen, dass man es in Deutschland so ohne extra Engagement verkauft, da hat er noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Art Lernprozess gehabt. Und deshalb hatten wir auch eine Phase gehabt, wo er eher die Vorstellung hat, er gibt uns nur Lizenzen im Bundle. Er hat ja sogar ein bisschen das so mit Storm verbinden wollen. Also wenn ihr mir wieder, was weiß ich, die Ausgabe von Storm macht und den, dann gebe ich euch, dann kauft ihr noch günstig die Serie mit. Und das haben wir aber immer abgesagt, weil wir gesagt haben, das funktioniert halt so nicht. Weil wir können nicht den Verlag aufbauen, indem wir mit der Hauptserie Storm wieder Geld verdienen und vielleicht in eine andere Serie wieder versenken. Wir müssen schon schauen, dass jedes Element sich selbst etwas trägt. Und da waren wir in der Situation, dass dieses Tragen, man hört meinen schönen Boden, es ist ein Vollholzhaus und da lebt der Boden mit. Dass man in diesem Segment praktisch sagen muss, gewisse Dinge funktionieren. Das, glaube ich, musste er erst lernen, weil jetzt sind wir schon seit 3-4 Jahren wieder komplett konform. Dass wir jetzt insgesamt aber so wenig mit ihm machen, hat halt den Umstand, das hat gar nicht nur uns begründet, sondern das hat da drüben einiges nicht funktioniert, weil er wollte ja, jeder kennt ja bei uns die neue Serie vom Aspirando, die Lemuria, die ja eigentlich zurückzuführen war auf Tests und auf eine Art Zusammenarbeit, die damals Rob van Babel mit Storm machen wollte. Da das aber nichts wurde und wir damals das zugesagt hatten, sind wir quasi so ein bisschen von ihm weggekommen und haben gesagt, na gut, dann starten wir das als Beispiel, weil es ging darum, welche Spin-offs werden gemacht, steigen wir überall mit ein und sagen, wir machen das eigentlich alles mit, aber es muss ja auch faktisch da sein. Also um einen Vertrag zu machen, musst du ja auch wissen, das Buch ist da, es wird auch produziert, wir bestehen bei sowas halt auch, sagen wir, auf jährliche, spätestens zweijährliche Erscheinungsweise, sonst macht es keinen Sinn. 3, 4, 5 Jahre wartet heute keiner auf ein No-Name-Produkt, also schon gar nicht auf ein neues. Das heißt, man muss zu sehr Markteinführung auch eine gewisse Schlagzahl haben. Und das ist alles, das sind so Sachen, dass halt vielleicht mal 1, 2 Jahre das so aussah von außen, als ob nichts geschehen ist, aber wir waren uns eigentlich einig, dass wir mehr machen wollen. Jetzt ist aber ausgerechnet das, dass der holländische Markt natürlich auch ganz klar sehr viel Semi, da haben wir beide ja auch schon immer sehr viel drüber gesprochen, und sehr viel Funny hat. Ausgerechnet das Segment ist halt A, in Deutschland unterrepräsentiert, jetzt aber nicht als Marktvorteil, sondern als Nachteil. Es verkauft sich im Moment nicht so gut. Und wir haben uns halt festgelegt, weil wir ja halt auch Graphic Novel, auch die Amis machen, dass wir nicht mehr als eine Position, einen Platz pro Monat haben. Ist so ein Problem. Agent 327, Riesenserie. Wenn wir den jetzt innerhalb von 3 Jahren abarbeiten wollen, können wir erstmal Thunfisch 3 Jahre nichts anderes machen. Also müssten wir Agent 327 Gesamtausgabe machen, 150, 200 Seiten machen, um da irgendwo Programmplätze zu belegen und das Ding noch sinnvoll und innerhalb von einer Jahresfrist oder 1,5 Jahresfrist abzuspulen. Wäre ja meiner Meinung nach nicht schlecht, weil das Material ist ja gut. Ich sage ja auch nicht nein. Es ist ja nur einfach, wir starten mit dem Neuen rein, weil wir in Anführungsstrichen mehr Pläne damit haben. Das ist jetzt vielleicht ungewohnt, weil draußen war es ja früher immer so, dass wir
fast immer mit Band 1 starten. Aber es gibt ja immer Gründe, weil der Agent 327, das macht ja Martin Lodewijk, vielleicht du kennst ihn ja, du hast vielleicht mit ihm schon drüber gesprochen, der überarbeitet ja sein Material auch. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendeine Edition, die 20 Jahre ist, schnell bringen und dann gibt es 4 Wochen später eine neue Version. Also das ist der Hintergrund. Wir warten, wie Martin Lodewijk die Serie neu formt. Ich weiß ja auch nicht, ob er da mehr dran denkt, so Historie und Making-of und in der Historie zu schreiben, oder ob er auch wirklich, so viel ich weiß, hat er auch nicht alle Littos. Ist ja auch schon aus den 70ern. So viel ich weiß, wollen die da auch neu kolorieren. Also ist das, warten wir das jetzt ab, was da rauskommt. Und du interessierst dich mehr als ich für den holländischen Markt. Vielleicht weißt du da schon mehr. Nee, ich weiß nur, er hatte jetzt ein 50-jähriges, also 50 Jahre Agent 327. Dieses Jahr, und da gibt es halt ein paar Sonderausgaben in Holland. Aber die müssten ja alle neu koloriert sein, die alten. Ja, das sind diese Sonderausgaben, die gibt es eigentlich eher, wie du sagst, Making-of, eher so Sekundärmaterial, beziehungsweise ganz uraltes Material, was er ausgegraben hat, noch lange vor der Zeit. Das kommt alles noch. Und es gibt halt wohl auch das eine oder andere Album schon in der überarbeiteten Form, also zumindest mal ein neues Titelbild, ein bisschen anders gesetzt. Und ich habe ja eben vorher gesagt, ganz typisch für Splitter ist, wenn wir auch jetzt eine ganz neue Serie haben, zum Beispiel ganz neu auf den Markt gekommen in Frankreich, wir kaufen die, wir lassen die ein Jahr liegen, 2 Jahre, das versteht manche einer nicht, ja, damit wir dann, wenn wir rauskommen, einfach die ersten 3 Alben zum Beispiel im ersten Jahr abspulen können. Weil eine Serie mit Band 1 starten und dann passiert ein Jahr nichts, ist halt einfach der falsche Weg. Das sind die langen Wartezeiten beim Peter Newton zum Beispiel mit Apache Junction, ja, oder hier unsere... Ja, den haben wir auch liegen lassen ein Jahr. Ja. Den haben wir auch ein Jahr vor. Also selbst dann ja noch sagen die Leute, geht's nicht schneller. Aber wir machen das ganz typisch. Wir legen diese Sachen lieber erstmal auf Eis, bevor wir starten. Wir kaufen sie fest ein und sagen, Band 1 und 2 kommen in kurzer Zeit hin. Also mindestens ein Band 2 muss einfach da sein. Und so ist das halt jetzt bei Lodewijk auch. Nicht jetzt, dass die Serie nicht existiert, aber die Überarbeitung existieren halt noch nicht alle. Und deshalb ist da jetzt noch nichts geschehen in diese Richtung. Aber die Zusammenarbeit mit Lodewijk und mit Van Babel, das läuft. Das ist auch ganz, wir sind auch vollkommen konform. Man sieht es ja nichts anderes am Rotar-Spin-Off, das wir bringen. Und es ist ja noch ein Spin-Off geplant. Also wir werden das alles bringen, wenn er mit uns weiterhin einverstanden ist. Da muss auch bei Rob Van Babel auch er ist in dieser Phase wie viele Verleger, mittelständische Verleger, auch große Verleger. Es gibt immer wieder die Überlegung aus Frankreich, Belgien, Holland, ja, wo, aus dem Osten, sage ich mal allgemein, selbst in Deutschland zu verlegen. Man kann das den Leuten ja nicht ausreden. Das heißt also, oft gibt es auch keine Lizenzen und keine Lizenzverhandlungen, weil die selbst in den Markt starten wollen. Ja gut, aber man sieht ja, was daraus wird, wie man jetzt BD Mast sieht, ein belgischer Verlag, der so manche dieser holländischen Titel, wie zum Beispiel January Jones oder so, dann auf Französisch verlegt oder Ronda, das wir ja in Zack auch veröffentlicht hatten, und bringt dann die Alben auch auf den deutschen Markt. Sie haben ganz andere Vorstellungen, preislich andere Vorstellungen, auflagenmäßig andere Vorstellungen. Ja. Und ich denke, das wird sich rumsprechen. Also man weiß es. Es geht schon das eine oder andere in Deutschland ganz gut, aber dann muss man sich auch so ein bisschen auf das deutsche Publikum und das Kaufverhalten und Leseverhalten auch einstellen. Das werden die schon merken. Also Splitter versucht etwas, und das ist auch ganz mit Sicherheit eben Dirk so meine Vorliebe. Wir versuchen schon, den deutschen Markt so darzustellen, wie der beste, gesündeste Markt ist, der französische. Das heißt, wir orientieren uns an der Erscheinung der französischen Originalalbum. Wir orientieren uns am Preis. 90% unserer Bücher kosten dasselbe wie da drüben oder wenig. Es gibt manche Bücher billiger, manchmal deutlich billiger. Ich nehme nur mal, habe ich jetzt 34 oder 39, ich habe es nicht genau im Kopf, aber irgendwas mit einer 3 vorne, Malissa Gesamtausgabe, die kostet ja 70 Euro in Frankreich als Beispiel. Bei uns kostet es fast die Hälfte und ist gleichzeitig sogar noch größer und hat noch einen extra Seiten hin dran. Liegt das an der Auflage da drin oder was haben die da für Erwartungen? Das kann sein, dass sie da drüben entweder mal ausnahmsweise welche eine ganz kleine Auflage gemacht haben, dass sie sagen, das muss einfach diesen Preis erlösen. Aber es ist einfach nicht wahr, dass halt eben der deutsche Markt immer teurer ist, sondern das ist ja definitiv, du hast gerade BD Mast angesprochen, es sind halt einzelne Bücher teuer. Und wenn jemand in Deutschland sagt, Comics sind teuer, dann sucht er sich das teuerste Buch aus. In Wirklichkeit gibt es Bücher, die sind so immens billig, da weiß ich nicht, wie billig man noch werden soll. Also ich nehme jetzt einfach nur so als Beispiel, weil viele Leute, wir haben über Terra Australis, den stellt Splitter auf den Markt unter dem Herstellungspreis. So geht man den im Moment raus. Der kostet für 50 Seiten 4 Euro. Man muss ja bedenken,
weil es wird ja immer darüber diskutiert, Hardcover, Softcover, 4 Euro. Da steckt ja alles drin. Der Lizenzpreis, die Übersetzung, der Druck, das Lettering, das ist ja alles damit. Die Lagerhaltung, es wird ja nichts dadurch billiger. Nur weil das Buch billiger im Verkauf ist. Natürlich ist es immer noch ein dicker Wälzer, der dann am Schluss 40, 50 Euro als Ziegelstein. Aber pro Seite, pro Anno. Und es ist immer noch 4 Euro für 50 Seiten. Also wo hat es das schon mal... Also auch andere Verlage bringen das manchmal zustande. Manchmal, EHPA ist ein ganz typisches Beispiel. Bei EHPA wundert mich manchmal nach oben, wo sie mit dem Preis hingehen. Es gab ja auch ein paar berühmte Ausgaben. Aber manchmal sagt man, du, jetzt haben die wirklich tatsächlich diesen Ding im Überfahrt für 10 oder 12,80. Wo man da schon wieder mit 18,80 gerechnet hätte. Gell? Also das ist eine Geschichte. Mal ist es geplant, mal ist es nicht geplant. Man darf also jetzt nicht sagen, der deutsche Markt ist teurer. Sondern man muss schon wirklich schauen, welche Konzepte werden verfolgt. Und unser Konzept, und das ist das, was wir daran glauben, wenn es in Frankreich gut klappt mit diesem Konzept, gibt es für uns keinen Grund, warum es in Deutschland mit dem Konzept nicht gut klappt. Es beweist sich durch den ganzen Werdegang von Splitter, weil wir genau dieses Konzept verfolgen und der Verlag sind, der halt auch am meisten gewachsen ist. Wir wollen auch keine diese berühmte Doppelvermarktung, die jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder so ein Riesenthema von manchen Menschen ist. Splitter macht ja keine Doppelvermarktung im eigentlichen Sinne. Sondern wir wissen, das ist jetzt das, was vielleicht gerade mal jetzt startet als Gesamtausgaben mit den Schlümpfen, ist aber auch wieder sehr viel altes Material, was überhaupt erst jetzt aus Archiven geholt wurde. Also Doppelvermarktung nicht als Planung, sondern als einfach als Notwendigkeit, es überhaupt zu bringen, dass man das in eine Gesamtausgabe bringt. Aber ansonsten sind ja unsere Gesamtausgaben ja für uns als Verlag immer neu. Und sie sind immer auch mit was obendrauf, irgendwelchen Add-ons. Das sind also viel mehr Liebhaberausgaben als jetzt Doppelvermarktungsausgaben. Doppelvermarktung wäre, wenn ein Verlag, wir hatten ja vorhin über Magazin und Album oder Album und Gesamtausgabe parallel irgendwie produziert. Das wäre eine Doppelvermarktung. Oder Variant. Das dann schon, oder? Bei Wolkenvolk war es ja, glaube ich, so, dass das erste das Album richtig. Kam und dann verkleinert zusammengesetzt. Das hat aber einen ganz speziellen Grund. Also zwei Gründe eigentlich. Das eine ist, weil wir bewusst diese Buchformate ja für den Buchhandel machen. Es gibt viele Buchhändler, die können ja unsere überformatigen Alben gar nicht ins Regal stellen. Mhm. Das ist also richtig eine Forderung aus dem Buchhandel. Mhm. Und Kai Meier verkauft sich ja sehr gut im Buchhandel. Bis zu 150.000 hat er schon an Auflage, die er verkauft hat. Dann können wir natürlich dem Autor jetzt nicht sagen, wir machen dich in eine Buchform, dass du nicht mehr ins Regal gehst. Das heißt also, wir wollen natürlich unsere Reihe neben seine Romane stellen und dadurch musste es auch ein kleiner sein. Gleichzeitig sind wir der Albenverlag. Es gibt also einen hinterliegenden Grund, jetzt speziell bei den Autoren, und es gibt auch einen hinterliegenden Grund bei den Zeichnern. Weil das ist dann doppelt eigentlich, schlicht und einfach. Die sind ja die Eigenproduktion, mit denen wir das überwiegend gemacht haben. Die Eigenproduktionen sind die, wo wir den Künstlern auch so ein bisschen mehr Geld geben wollen. Also eine doppelte Vermarktung ist dann bewusst für die Künstler, weil wir haben dadurch eigentlich nicht mehr Geld, sondern die haben mehr Geld. Mhm. Weil die kriegen zweimal komplette Verträge und zweimal vor allen Dingen Fixum. Normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt einmal mal ein Fixum von 5.000 Euro im Künstler gebe, dann hat er ja 5.000 und wenn er es nicht gut verkauft, war's das. Wenn ich mal bei zweimal 5.000 Fixum gehe, dann ist es mehr unser Risiko, zweimal zu verkaufen. Und wenn er sich dann noch gut verkauft, kann er ab 10.000 was draufdeckeln, aber er hat von Anfang an das doppelte Geld, weil er hat ja die Doppelarbeit nicht, die haben ja wir, weil wir stellen das Buch zweimal, auch die Adaptionen machen eigentlich fast immer der Dirk und ich. Wir unterstützen die Künstler, also wenn du jetzt Kai Meier nimmst zum Beispiel, da haben wir ja sowieso am Anfang mitgezeichnet, da haben wir ja im Prinzip den Ralf Schlüter unterstützt, damit er überhaupt auf eine Einnahmensquelle kommt, damit er wirklich 6 Bücher hintereinander machen konnte. Also das sind dann so spezielle Gründe, aber das ist nicht eine Doppelvermarktung als Konzept, als Verlagskonzept. Ist nicht. Unsere Bücherei ist drauf angesprungen. Die haben die auch die Box sich ins Regal gestellt. Ja, da macht er gerade noch ein schönes Thema auf. Also ich meine, oder warst du noch? Du hast ja neben den normalen Alben, in den Albengrößen auch noch die Books als Format und ihr habt noch die Doubles im Programm. Magst du dazu noch ein bisschen was erklären, wie es dazu gekommen ist zu den Entscheidungen und zu den Formatentscheidungen? Also grundsätzlich sind wir ja, weil wir ja der Dirk und ich halt auch einfach die grafischen Künstler sind, sind wir ja bildorientiert. Das heißt, ein Überformat war für uns eigentlich schon so, wenn wir es dem Kunden weitergeben können ohne erhöhte Preise, das ist ja halt auch der
der eklatante Unterschied, den man ja immer manchmal vergisst bei dem Thema der Preis-Leistung. Wenn wir sagen, wir kosten dort jetzt im Regelfall ist ja unser Einstiegspreis jetzt mittlerweile bei 13,80. Wenn das ein normaler Hardcover-Preis ist, ist es bei uns immer noch eben mit dem FM-Druck, mit dem dickeren Papier und dem Überformat. Es ist also immer noch schon ein Luxusbuch eigentlich. Das heißt also, warum soll man da nicht das Maximum rausholen? Das ist einfach, der Kunde leidet ja nicht drunter. Er hat einfach mehr im Regal. Wenn wir jetzt vom klassischen Wohnzimmerbuch ausgehen, also Diskussionen um E-Books und ich kann es am Strand oder ich kann es in der Straßenbahn lernen, ist halt eine ganz andere Argumentationsbasis, ist auch berechtigt. Aber wir wollten ja in das originäre Album das Maximum reingeben. Wenn man dann diese überformatigen Alben gesehen hat und gleich dann einfach auch nur zurückschaltet auf die klassischen Alben, also sagen wir mal auf das DIN A4 Format, dann erscheint ihm das auch mal oft sehr mickrig. Also und es wird ja nicht billiger dadurch, nicht wirklich. Wir kommen zwar vielleicht etwas besser in den Buchhandel, weil er eben auf das A4 Format prädestiniert ist, aber für den klassischen Albenkäufer ist das Überformat eigentlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also immer Leistung im Hintergedanke, wenn man vom Preis spricht. Das ist eigentlich die Grundidee bei unserem Standardformat. So, dann ist ja das Book und Book-Neu-Format. Und das Book-Format ist ja eingestellt, das klassische, sondern das heißt ja Book-Neu jetzt. Und das Book-Neu-Format ist ja einfach auch die Alternative. Es ist also nicht geplant, zwei Book-Formate zu haben, sondern das alte Book-Format war definitiv nicht so gewollt, weil die Diskussion immer wieder aufbrannte, dass die dann doch Verkleinerungsfaktoren entstehen, die nicht gewollt sind. Und das Book Neu ist konsequent genau dasselbe wie das Albenüberformat. Wir haben also das kleinere Format wieder so weit vergrößert, ohne dass es teurer wird. Also Book Neu ist eine zweite günstigere Preisschiene. Sie ist auch nicht teurer wie das alte Book. Und damit hat der Kunde quasi mehr für sein Geld. Und für uns funktioniert es gleichzeitig besser, weil wir jetzt diese Entscheidung treffen, Vergrößerung, Verkleinerung. Wir hatten erst vor ein paar Tagen jemand, der, du hast das bestimmt beobachtet, die Diskussion, oder hast, glaube ich, sogar mitkommentiert. Da habe ich ein Bilder wieder ins Internet gestellt, wo ich unser Format Book Neu, das war mit Valerian Veronique und unser Felix Spiel, habe ich nebeneinander gestellt. Und da ist tatsächlich im Book Neu unsere Serie, weil der Satzspiegel einfach besser ausgenutzt wird, sogar größer wie Carlsen-Format im Inhalt, im Satzspiegel. Das heißt also, wir achten natürlich auch darauf, dass wir nicht große Weißflächen haben, sondern wir treiben das eigentlich auch schon möglichst an den Rand. Jetzt kommt noch eine, es gibt ja, alles ist mit allem verwoben. Jetzt kommt noch das Wissen um unsere Klientel. Da sind ja doch eben sehr viele alte Menschen. Wir sind halt, sage ich mal, gibt eine ganz starke 50er-Generation, nenne ich sie mal. Die sieht auch nicht mehr so gut. Also es macht schon wirklich auch Sinn, hauptsächlich ja nicht nur fürs Bild, sondern fürs Lettering, da jetzt nicht auf einen Miniaturfaktor zu gehen. Und Alben sind nun mal Alben. Die haben mehr Text, mehr Inhalte in kleineren Sprechblasen. Das sind halt eben keine amerikanischen Comics oder keine Mangas, die ja von der Anlage schon anders da sind. Du hast gefragt, Alben, Book Neu, was hast du noch gefragt? Double, genau. Double ist halt ganz einfach. Geschwindigkeit, also A, haben wir überlegt, wie können wir Geschwindigkeit aufrechterhalten. Das heißt also auch wieder viele einzelne Serien, die wir zum Beispiel, das hat sich ja bei diesen Sherlocks zum Beispiel angeboten, die in Double zu machen. Ja, wenn die Geschichte doch immer in Zweiteiler sind, macht es schon mal Sinn. Wenn wir selbst sagen, Sherlock läuft gut und die Leute wollen es auch schnell lesen, macht es auch Sinn. Also das Double ist im Endeffekt, würde ich sogar, wenn es so weitergeht, einfach jetzt als Chronologie der Jahrzehnte gerechnet, würde ich sogar vermuten, man merkt das bei normalen Alben auch, weil der nämlich der 48-seitige ist ja also mal das eigentlich das Konstrukt aus eben der Magazinform und aus der damaligen Situation, dass es ja 52 Seiten zu produzieren, das kommt auf die reine technische Sache, viel günstiger war, als jetzt wirklich über 64 oder noch mehr Seiten zu gehen. Mittlerweile, die Druckmaschinen sind größer geworden, das Plattenwechsel, all diese Techniken haben sich heute ganz anders egalisiert. Wir haben ja mehr Bücher zwischen 60 und 80 Seiten mittlerweile als 48 Seiten. Das heißt, auch die Künstler nutzen einfach die günstigeren Möglichkeiten auf. Das heißt, das Material ist, wir erfinden da ja oft die Seiten auch nicht, sondern die sind ja dann auch schon so da. Das heißt also, ein Standardalbum sehe ich jetzt mal in 5 oder 10 Jahren sowieso viel mehr 64 Seiten als 48 Seiten. Ist vielleicht sogar heute schon der Fall. Man müsste es mal direkt vergleichen, aber der 48 Seiten ist schon aussterben. Also 56 machen praktisch alle Künstler bei uns. Das ist ja fast Standard bei uns. Das ist ja ein Zack, da dauert es immer so ewig, bis du eine Geschichte durch hast. Ja. Das war der Grund. 80 Seiten, 100 Seiten in einem Magazin, monatlich, ein Jahr. Das ist ja die Krise, die ich über ein Magazin noch hätte. Das muss ja wöchentlich erscheinen. Das ist mein Argument. Ich kann das dem modernen Zack nicht vorwerfen, weil man kennt ja die Umstände, in welchem Markt die unterwegs sind. Aber ich konnte in den 70er Jahren, Anfang der 70er, eine Geschichte im Juni anfangen zu lesen und im Juli war ich durch.
Und wenn ich heute Pech habe, fange ich im Januar an und bin im Dezember draußen aus der Geschichte. Also die Geschichten sind länger geworden und es ist monatliche Erscheinung. Ich möchte doch nicht über ein Jahr eine Geschichte lesen. Geil, wenn du so eine Geschichte im Winter hast, ja, also fängst dann im Winter an, sagst du, Mensch, da liegt Schnee, bist dann im Sommer fertig. Und das wenn du im Sommer, wenn du im Sommer fertig bist. Ja, das ist nicht immer der Fall. Das stimmt, ja. Ja, dann machst du halt statt 8 Seiten Fortsetzung, will ja auch, das ist ja alles über die Jahrzehnte gewachsen. Früher war die Fortsetzung 2, 4, 6 Seiten. Heute kannst du mit 8 kriegst du ja schon deinen Einlauf, ne, von deiner Leserschaft. Die sagen, mach doch 12 Seiten rein. Hm? Ja. Also, wenn wir auf den amerikanischen Sektor eingehen, ja, das wird doch was, was dich noch interessiert, bestimmt. Ja. Jetzt habt ihr amerikanische Serien drin, das eine oder andere von Image und so weiter. Ja, wieso, wie kann man das jetzt nennen? Ich nenne es jetzt mal die franco-belgische Schiene innerhalb des amerikanischen Marktes oder sowas. Okay. Oder wie man das so philosophieren kann. Das sind die, wo, es hat was mit, also wie, auch wieder, dass wir ja Autoren und Zeichner sind. Wir schauen schon, dass es ja praktisch Autoren-Comics sind. Also wir hätten jetzt natürlich auch gar keinen Zugriff zu irgendwelchen klassischen Superhelden-Serien. Haben wir ja keine. Das ist nicht im Gedanke und es ist ja auch gar kein Zugriff da. Aber das ist, wir stehen schon da und sagen, welcher Autor erfindet das Comic für sich in seinem kleinen Welt neu? Wer hat Ideen? Wer hat auch Aufmerksamkeit? Wer generiert was? Nehmen wir es einfach aus. Ihr seht es ja im Programm Science Fiction Fantasy. Wie weit passt es in unser Programm? Natürlich, das müssen wir alles immer abwägen. Ja, und die Bandbreite war ja da auch noch nie so groß wie heute. Das heißt also, wenn man einfach die Zukunft sieht, es war logisch, dass wir da hingehen. Es war auch nie. Wir können ja noch gleich schnell, was weiß ich, eben über Amerikaner im Graphic Novel, über diese Spalten natürlich reden. Aber erstmal jetzt speziell nur auf die Amerikaner. Es war schon immer logisch, dass wir da irgendwie hin wollten. Wir haben ja auch ein franco-belgisches Problem, was wir als Verlag nie lösen können. Ist einfach, das hat keine andere Medienunterstützung, das franco-belgische Format. Aber die Mangas und die Amerikaner haben es halt überall, wo es nur geht. Es gibt so viel Stories, eben Romane, Literatur, Computerspiele, Kino, Film, TV etc. Oder einfach nur Popkultur, die auch Amerikaner ist oder sowas. Also das heißt, die ganze Unterstützung ist in Deutschland halt für das Franco-Belgische so nicht gegeben, die mediale Unterstützung. Und da müssen wir schauen, dass wir einfach populäre Titel an Bord holen. Alles im Hintergedanken, einfach auch populärer im Buchhandel zu werden und dann zum Beispiel amerikanische Titel vielleicht auch so ein bisschen als Türöffner zu missbrauchen, vielleicht für andere Felder, für unser Gesamtprogramm. Ne? Das ist dann der Hintergedanke. Das heißt also, wenn dann irgendein populärer Name auftaucht, dann nehmen wir das gerne mit. Wobei das ja auch jetzt nicht auf amerikanisch gemünzt ist. Also populäre, wir haben ja, was weiß ich, jetzt nehmen die Autoren, die wir gesagt haben, wie Kai Meier, dass wir da hinsehen, oder Heitz mit den Zwergen und sowas. Wir nehmen auch so populäre Titel oder die Millennium-Trilogie. Das heißt, wir versuchen natürlich schon eben verfilmtes oder Romanmaterial in diese Form, dann Buchform. Bei den Amerikanern ist es ja fast immer Buchform. Wir haben ein paar im Großformat, aber die ist die Ausnahme. In der Regel ist es Buchformat. Also damit haben wir auch wieder die Lösung auf das Format. Damit sind wir automatisch im Buchhandel drin, haben wir größere Medienunterstützung, ist die Tür offen. Das ist der Gedanke. Was werden wir darauf aufbauen? Und um das mal zu sagen, es wird halt nichts mehr jetzt aufgebaut werden im Sinne von, dass es um die Breite geht. Das ist im Moment. Ob es der Markt hergibt, wissen wir nicht, aber wir geben es halt auch nicht her, dass wir sind einfach mit 6 Personen jetzt fest an Bord. Wir haben 3 Angestellte, wir sind 3 Besitzer, Inhaber. Das heißt also, mit 6 Personen und vielleicht 3, 4 Freelancer, die fast nur für uns arbeiten, sind wir an Kapazitätsgrenzen. Das heißt, eine zweite amerikanische Schiene aufmachen, eine zweite Graphic Novel Schiene aufmachen oder Thunfisch, weil wir ja vorhin über Agent und was weiß ich gesprochen haben. Das ist halt alles im Moment, das wäre zu viel, das wäre zu much. Das heißt also, da wollen wir das erfüllen. Dass wir jetzt zum Beispiel, falls die Frage gleich wieder kommt, wir haben weniger Amerikaner jetzt als Neustart im aktuellen Programm. Wir haben aber viel weniger Franco-Belgier, vor allem weniger Neustarts, auch im Thunfischbereich. Das ist alles, ist ja relativ dünn. Das liegt aber schlicht und einfach daran, dass wir 80 oder 90 Neustarts vor einem halben, dreiviertel Jahr hatten. Die Hälfte davon ist Serien, das müssen wir abarbeiten. Da geht kein Weg dran vorbei. Das heißt also, wenn eine Ära der weniger Neustarts kommt, dann kommt halt in einem halben oder einem Jahr wieder eine Ära der stärkeren Neustarts. Das ist einfach ein Mechanismus. Keine Planung. So, jetzt sind wir ja aus einem speziellen Anlass hier, nämlich dass Splitter 10-jähriges Jubiläum feiert. Dazu habt ihr euch auch eine spezielle Edition einfallen lassen, Horst. Mhm. Jo, das ist richtig. Wobei 10 Jahre ist für uns ja schon
von der Situation vorbei. Also das heißt, wir haben uns ja, was weiß ich, im Mai gegründet. Das heißt, wir feiern über das ganze Jahr 10 Jahre. Das haben auch viele Leute immer gefragt und sagen, ja, ist das irgendwie ein Tag oder so? Nein, das ist einfach dieses Jahr, weil wir wollen es ja mit der Edition, also es gab auch die offizielle, in dem Sinn, 10-Jahres-Feier in Erlangen, dass wir sagen, das ist der 10. oder 10-jährige Auftritt, aber ansonsten lassen wir einfach diese Edition übers Jahr laufen. Aufgebaut ist die so, dass wir gesagt haben von Anfang an, wir machen das ganz unbedarft, aber es sind 10 Sonderbücher und diese 10 Sonderbücher, die tun sich ja letztendlich erstmal nur durch die äußere Form auszeichnen und als zweites durch die innere Form. Also innere Form ist dann jetzt nicht ein unerwartbares Buch, das ist eigentlich Standard, aber es sind halt besondere Titel, wo wir sagen, die haben das quasi verdient, zum 10-Jährigen geehrt zu werden. So, gestartet haben wir mit Storm. Und zwar im Endeffekt, das Buch heißt ja als Untertitel Das Vermächtnis. Das fanden wir jetzt wieder gut, weil nach so vielen Jahren ist das, und kann auch jeder Storm-Liebhaber sagen, das ist das letzte, was von Don Lawrence eigentlich so erscheinen wird. Weil es ist wirklich von seiner Witwe aus der Schublade rausgezogen, Sketche. Sehr, sehr viel Sketch. Also wer sich jetzt ein fertiges Comic vorstellt, das ist gar nicht enthalten. Das ist zu 90% Material aus der Schublade, direkt über die Serie Storm oder halt eben Zeichnungen von Don Lawrence. Damit haben wir es gestartet. Das war auch so erfolgreich, dass es vergriffen ist. Also das heißt, wir haben da 1111 ist die Auflage. Sie ist nicht, wenn immer jemand von draußen fragt, nicht nummeriert, weil wir jetzt ja gar keine nummerierte Luxusausgabe irgendwie als Sammleredition haben wollen. Wir wollen auch nicht unbedingt, dass jemand sagt, ich muss diese ganze Reihe, weil bei 10 verschiedenen Titeln von 10 verschiedenen Künstlern kann keiner der Liebhaber für alles sein, sondern das könnte praktisch für den Storm-Liebhaber dieses Buch sein. Und so ist das Angebot auch zu verstehen. Ich habe hier mehr extra aufgerufen, damit ich das halt immer richtig sagen kann. Also das haben wir im Mai gehabt als Mai-Titel. Und das ist auch jetzt mehr oder weniger in dem Sinn, also das wird es bei den Händlern noch geben, das ist jetzt so als Tipp ins Mikrofon gesprochen, wenn jemand das wirklich noch haben will, nicht weinen, sondern das haben sich ein paar Händler auch gut eingedeckt. Also ich glaube, das ist auch immer noch lieferbar, nur nicht mehr beim Verlag. Das zweite war dann im Prinzip im Juni, das ist Indigo. Und das hat ja den direkten 10-jährigen Bezug, sprich also zu uns, zum Machern, zum Dirk. Das ist im Prinzip sein Gesamtwerk Indigo, einfach nochmal in der neuen Ausgabe, so wie sie bei Carlsen war, mit extra Vorwort und Nachwort. Muss man ja dazu sagen, dass der Autor auch Robert Feldhoff ja auch gestorben ist und schon vor ein paar Jahren, und dass der Dirk ja eigentlich auch immer mal ein Werk machen wollte in Erinnerung. Wir wollten das mit dem Perry Roden machen, aber in jedem Fall wollten wir irgendwas machen, wo Robert Feldhoff auch nochmal geehrt wird. Einfach weil ja hinter den Büchern ja immer auch Freundschaften und sowas stehen. Also haben wir uns entschieden, den Indigo zu machen. Ist noch lieferbar. Ist ein, ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, aber ein schönes, dickes, knapp 400 Seitenbuch. Ne? So, dann, wir hatten ja vorhin schon über diese Doppelvermarktung gesprochen. Das ist so etwas, was wir ja bei deutschen Künstlern machen. Also in dem Fall wäre das so eins. Wir haben gesagt, wir heben durch diesen Riesenerfolg, vor allen Dingen im Fandom von Dings, von Malcolm Max, haben wir gesagt, machen wir im Prinzip noch einmal eine Sonderedition. Und das für Autor und für den Künstler Ingo Römling haben wir gesagt, du kriegst einfach deine Ausgabe. Er ist begeistert, er war ganz kurzfristig, er selbst geht ja überall draußen rum, so, ich wusste es gar nicht. Schwuppdiwupp haben die mir diese Ausgabe untergeschoben. Soll einfach noch eine Ehrung sein. Und das ist ja eigentlich auch das, was in diesen 10-Jahres-Editionen, das soll einfach ein bestimmter Gig an einer bestimmten Stelle sein, der passt, der funktioniert. Das haben wir ja auch in Erlangen schon gehabt. Die Fans haben es geliebt. Der Ingo war begeistert. Also ist auch ein bisschen aufgewertet noch mit einer zusätzlichen Geschichte von Peter Menningen, ne? Richtig, Peter Menning hat extra exklusiv dafür noch eine kleine Geschichte gemacht. Das heißt also, da ist eigentlich auch jetzt für den, der was ganz Besonderes haben will, etwas Kleinauflage, etwas Besonderes und soll ja auch wieder zeigen, wie weit diese beiden Künstler harmonieren. Sie haben das dritte Buch gemacht. Das ist einfach eine schöne funktionierende Kooperation, die wir haben. Im Prinzip, ich hatte das ja früher immer, ganz am Anfang habe ich das bei uns immer genannt, Deutsche Künstler 1.0. Das war das, was bei uns leider nicht gelungen ist. Da hatten wir 3, 4 Künstler, mit denen wir versucht haben, größere Editionen zu steuern. Das hat nicht funktioniert. Deshalb nannte ich diese zweite Runde Künstler 2.0. Und das war ja dann wirklich funktionierend. Und das ist eigentlich jetzt so, in dieser Edition kann man sagen, soll das so ein bisschen dem Künstler sowas wie Künstler 3.0, also die nächste funktionierende Generation einläuten. Wir wollen neue deutsche Künstler bringen, aber Ingo Römling ist den wir jetzt nochmal ehren.
Ich bin ja auch gespannt, ob er uns mal demnächst was Neues präsentiert. Wenn er was Neues bringt, würden wir es in jedem Fall auch bringen. Mhm. So, den Ingo Rilling hatten wir jetzt im Juli als Ausgabe. Und jetzt haben wir gesagt, dass wir auch einen Thunfisch vernachlässigen. Robin aus dem Wald, das ist jetzt in diesem August der Titel. Robin aus dem Wald, ich weiß nicht, ob man das groß erklären muss, als Fanny, kommt aus der Karlsenschiene, war bei eine der beliebtesten Serien, hat also mit Sicherheit genug Bekanntheit. Das sind alle Kurzgeschichten, also oder One-Pager, aber die, soviel ich weiß, wirklich komplett. Und was da nicht drin ist, wird halt dann später mal irgendwann mal eben in der Gesamtausgabe kommen. Robin aus dem Wald für den Funny-Liebhaber. Aber auch wieder da, nur der, der sich für interessiert, soll sich das kaufen als besondere Edition, als für ihn den besonderen Funny zur 10 Jahre Splitter. So, dann haben wir im September, das ist das, was jetzt gerade im Druck ist, eine besondere Ausgabe von Zombies. Das wäre jetzt in dem Sinn eine Doppelvermarktung, weil wir Zombies ja als Serie gerade so haben. Aber hier ist es wieder, der Künstler hat gesagt, er macht uns extra Seiten. Wir bauen es gerade aktuell auf. Es ist Material satt, das sieht super aus. Es ist exklusiv. Wir hätten es für die normalen Alben nicht bekommen. Also sagen wir auch, und Zombies ist jetzt auch weniger der Blick zurück, sondern aktuell, das ist also eine unserer bestverkauften Serien, also damit wollen wir das halt auch zusätzlich abfeiern. Weil man muss ja auch ein bisschen schauen, dass man das populäre Material hat, dass man auch für den Vielkäufer etwas hat, also für denjenigen, der uns aus der Masse herauskauft. Also nicht nur an den speziellen Liebhaber gedacht, sondern auch an den, der an den populären Splitter-Titeln interessiert ist. Das ist der September-Titel und gleich danach folgt im Prinzip Morena. Und da kann man im Prinzip sagen, das ist halt der Einstieg in die Reihe Morena, die wir ja neu fortsetzen. Da ist diese Sonderausgabe nichts anderes als die zusammengefassten Geschichten, auch wieder mit etwas Making-of und so. Morena einfach als Einstieg in die Serie überhaupt. Eins sind da drin, eins bis irgendwas? Oder? Eins bis vier, glaube ich, ne? Was? Ja. Und halt ein paar Seiten Extras. Und der kommt im Oktober, geht jetzt auch die Tage in Druck, wahrscheinlich am Freitag. So, und die anderen Titel, der 8., 9. und 10., die sind im Moment noch geheim. Über einen haben wir einen Vertrag, aber da soll man nichts sagen. Das hat der Lizenzgeber noch gewünscht. Mhm. Und die anderen beiden, das sind die Verträge besprochen, aber noch nicht mal irgendwie auf den Weg gebracht. Also da muss man immer aufpassen, einfach um über diese Reihe etwas zu sagen. Uns sind 4 oder 5 Titel auch in dieser 10-Jahres-Edition nicht untergekommen, die wir unbedingt drin haben wollten. Und das hat verschiedene Gründe. Das hat in einem Fall, ich sage ja keinen Namen im Hintergrund, aber in einem Fall war einfach dem Lizenzgeber die Auflage zu hoch mit 1111. Das war dann die offizielle Absage, weil man halt Sondereditionen noch knapper sieht im deutschen Markt mit noch mehr Preis. Also der hat sich vorgestellt, 300 bis 500er Auflage für ungefähr das Doppelte an Preis. Die Bücher sind jetzt hier so eine Mischung, also sie sind ungefähr 10 Euro teurer wie die normalen Bücher, weil sie haben ja Tiefenprägung, haben echt Gold, also das ist echt Gold gedruckt. Das wird jeden Monat extra, diese goldene Farbe muss gedruckt werden, wenn so eine Büchse aufgemacht ist, das ist also eine Metallfarbe, die muss gedruckt werden. Das heißt, man hat da einfach mehr Kosten drin über diese Prägung. Es hat eine besondere Folie, die ganz extrem kratzfest ist, die auch diese Tiefenprägung, also doppelt tief geprägt hat Rundrücken, und mit dieser ganzen Erscheinung steckt das quasi auch als Mehrwert drin. Das heißt also, diese 10 Euro mehr ungefähr im VK zu den vergleichbaren Alben begründen sich aus dieser besonderen Verarbeitung. Es sind also jetzt keine limitierten Titel, die den hohen Preis aus der kleinen Stückzahl hatten. Und der Lizenzgeber hatte aber genau diese Vorstellung gehabt, halbe Auflage, doppelter Preis. Und nicht nur, dass wir nicht das wollen, da stehen wir eigentlich nicht dafür, wir wollen nicht künstlich hohe Preise, sondern wir können ja auch diese Edition nicht durchbrechen. Weil spätestens, wenn ein Komplettsammler da ist, kommen wir ja in die Situation, dass der nicht mehr befriedigt werden könnte, wenn er Pech hat. Also wir achten natürlich genau auf die Konformität der Reihe, von der Auflage. Habt ihr einen Plan B, falls irgendeins von denen schief geht? Noch? Ja, wir haben auf jeden Fall. Wenn einer von diesen beiden Verträgen, die jetzt noch nicht geschrieben sind, also noch nicht vorliegen, wenn die nicht funktionieren, haben wir schon 2 Stück, die wir nachschießen. Man kann dann später sehen, dass es funktioniert hat, wenn wir in den nächsten 4 Wochen die 2 bekannt geben. Und wenn es in den nächsten 4 Wochen nicht bekannt geben wird, dann kommt Plan B. Aber es wird in jedem Fall dieses Jahr, also für den von draußen gesehen, wird das die Aktion an Weihnachten beendet. Dann ist dieses Jahr rum und dann ist auch diese 10-Jahres-Aktion rum.
Gut, und wir hatten beschlossen, dass wir über die nächsten drei Bände auf jeden Fall noch sprechen wollen. Wir haben auch festgestellt, wir haben noch jede Menge Fragen offen, aber keine Zeit mehr. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn du uns vielleicht in diesem Jahr nochmal zur Verfügung stehst. Wir machen nachher, nächstes Mal machen wir einen Blick Deep Inside. Genau. Dann tun wir noch ein bisschen auch mal vielleicht über das, was man als Verlag macht, reden. Mhm. So ein bisschen also vielleicht den Fertigungsprozess eines Comics. Den Alltag zum Beispiel einfach so mal ein bisschen beleuchten, weil das ist das, was den Leuten ja vielleicht gar nicht so geläufig ist. Und wir haben ja gar nicht jetzt ins Studio selbst reingeblickt, sondern wir sitzen ja quasi nur 3 Meter daneben. Mhm. Und sind über Klingt das nach einem Plan? Das ist gut. Dann bedanke ich mich erstmal sehr recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Zeit ist kostbar bei dir, das wissen wir alle. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns in die Runde. Gute. Achso, tschüss. Ja, auch tschüss von meiner Seite. Danke an alle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. Comic Cookies mit der Episode Nummer. Da geht's schon wieder los. 52, genau. Aber wir sind nicht bei DC Comics, sondern wir sind bei beim Splitter Verlag. Hallo Horst. Hallo, seid ihr sonst immer bei DC? Nee, aber die 52, naja, gut. Das jetzt dir zu erklären, wäre ein abendfüllendes Programm. Der Breedstorm ist auch da. Mahlzeit. Und wir haben noch einen Spezialgast, unseren lieben Marshall. Gute. Das sagt er immer. Das soll man sagen. Ja, wir haben uns mal den Anlass genutzt. Genommen, genutzt. Ach, wir fangen mal von vorne an, bitte.